Herzlich willkommen hier bei C3 Teleshop. Liebe Chaos Community, wir begrüßen euch herzlich. Mein Name ist Karin, das ist mein Kollege Arnold. DJ Arnold. Und wir haben heute eine Sondersendung für euch, denn wir haben exklusive Einzelstücke. Exklusive Einzelstücke. So exklusiv, wir wissen manchmal teilweise selber gar nicht, wo wir sowas Exklusives herbekommen haben. Sachen, die erst auf den Markt kommen werden oder Sachen, die man eigentlich nicht wieder nirgendwo bekommt. Ja. Grandios. Eine einmalige Chance hier und heute bei uns. Also, in unserer Sondersendung läuft das folgendermaßen ab. Wir stellen Ihnen die Artikel vor, dann haben Sie die Möglichkeit, über die Telefonnummer 0221 59 619 7467 anzurufen und Ihr Gebot abzugeben. Bleiben Sie in der Leitung. Es wird alle 20 Sekunden das aktuell höchste Gebot durchgegeben. Nochmal angesagt, genau. Und wenn Sie das allerhöchste Gebot haben, dann werden Sie zu uns ins Studio rübergestellt. Am Ende der Auktion zu uns ins Studio rübergestellt. Richtig. Und wir dürfen kurz mit Ihnen sprechen, Ihnen herzlich gratulieren. Sie beglückwünschen. Genau. Und an wen geht denn das Geld, liebe Karin? Das geht das ja nicht. Das Geld von all den verkauften Artikeln heute wird gespendet. Und zwar 25% geht an die Stubnitz. 25% gehen ans Gängeviertel. Und 50% geht an netzpolitik.org. Genau. Also, Sie tun nicht nur sich selber was Gutes, Sie tun auch anderen Organisationen was Gutes. Genau. So, wollen wir anfangen, liebe Karin? Ja, mit dem ersten noch ein kleiner Hinweis. Ja? Falls Sie Fragen haben, unter derselben Telefonnummer können Sie auch gerne anrufen. Genau. Und Sie werden zu uns ins Studio weitergeleitet und wir beantworten Ihre Fragen. Ruft gerne an, rufen Sie gerne an, rufen Sie durch, egal was für eine Frage es ist. Herzlich willkommen bei uns, wir beantworten gerne Ihre Fragen. Ja? Ja, und also, wir haben auch einen Twitter-Account und zwar C3 Teleshop. Da können Sie sich auch mal raufschalten. Genau. Beginnen wir mit dem ersten Produkt. Beginnen wir mit dem ersten Produkt. Genau. Und zwar Lampe Rostalgie. Da das haben wir ist es. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ZuschauerInnen, liebe Chaos-Community. Chaoswesen. Das ist sie. Was für ein grandioses Stück, ja. Was für ein herrliches Licht sie wirft. Ja, das ist sie. Die Lampe Nostalgia. Genau, du stellst dich ja schon hin. Ja, also, um dich einmal anzuleuchten natürlich. Aha, und wie ist mein Teint in diesem das Licht? Das macht doch ordentlich was her, nicht wahr? Das ist doch einfach sagenhaft. Also ich kann mir gut vorstellen, mit dieser Lampe werden sofort die Fältchen reduziert und die kleinen Unebenheiten. Also man braucht ja gar kein Photoshop mehr mit dieser Lampe, oder? Also Karin, wo würdest du denn jetzt die Lampe zum Beispiel hinhängen? Also wo würde die sich gut machen? Das ist ja ein Designerstück, würde ich sagen. Ja? Also ich kann mir das gut vorstellen, zum Beispiel den Weihnachtsbaum bestrahlen. Den Weihnachtsbaum bestrahlen. Oder... Eine tolle Idee, ja. Oder ans Auto hängen. Normalerweise haben sie doch immer diese elend langweiligen Schlangen um den Weihnachtsbaum oder dieses weiße Licht. Wer will denn das haben? Ja, das ist doch langweilig. Jedes Jahr immer dasselbe. Ja, Jahr dasselbe. Das ist doch langweilig. Ich meine, will man langweilig sein? Willst du langweilig sein? Nein. Nein, das ist doch spannend. Fall. Das ist was Neues. Ja, das ist einfach das. Und dieses Licht, was das macht. Und dann gucken auch die Nachbarn rein und sagen, schau mal, was die für eine schöne Beleuchtung haben. Aha, das hätten wir auch gerne. Aber das kann nicht jeder haben. Nee. Das können Sie haben. Sie haben jetzt die Chance, heute anzurufen. Rufen Sie an. Und Lampe Rostalgia zu ersteigern. Das ist unser Startangebot. Unikat. Ja, unser Unikat. Unser Startangebot. Wie viel ist die überhaupt wert? Karin, wie viel ist die Lampe überhaupt wert? Das darf ich hier gar nicht verraten. Also, ich meine, das ist ein Designerstück. Das sieht man ja, ne? Ja. Dass Sie nicht, ich meine, gibt es sowas bei Ikea? Kennen Sie sowas von Ikea? No way. Das gibt's kein Ikea. Das kriegen Sie in keinem Standard-Einrichtungsladen. Kein Möbel, Höcke, Höcker, Schneppe, Völke. Nirgendwo. Nur bei uns heute und hier rufen Sie an. So eine unser Lampe. Startgebot liegt bei 1 Euro. Aber da geht doch noch viel mehr. 1 Euro. Diese Lampe, ich habe die, glaube ich, mal in Paris hängen sehen. Ja. Ja. In so einer, stimmt. Wunderschönen, in so einem Künstlerloft. Ja, da hängt sowas. Da solche und Leute hängen sich genau sowas. Die Lampe war es auch. Was ist das selbst gemacht? Das ist ein Unikat einfach. Ja. Schauen Sie sich das bitte an. Ja. Und vor allem, schauen Sie... 1 Euro.
einen Euro. Startangebot, also Startangebot. Bitte. Ey, liebe Chaos-Community. Bieten. Rufen Sie an. Schlagen Sie zu eine einmalige Chance. Mit dieser Lampe ist man eine angesagte Nummer im Viertel. Aber muss hallo, sagen, sowas ne? von. So. Und ich möchte hier nochmal auf die kleinen Details eingehen. Gucken Sie das, sich das an. Also diese kleinen Rostflecken, hier könnte man gar nicht hinkriegen, wenn man es wollte. Das ist so individuell. Und dadurch, dass es auch immer ein bisschen abblättert, haben Sie ständig neues Design. Diese Lampe, die ist im Wandel, die bleibt nicht einfach so. Das ist wie ein guter Whisky. Ha. Den kann man nicht so, zack, sondern die altert. Und das ist schön. Also rufen Sie jetzt an, machen Sie Ihr Gebot. Ja? Sag nochmal bitte, wie ist die Telefonnummer? Die Telefonnummer ist 0221 59619 7467 oder aus dem Eventnetz 7467. Wählen Sie einfach Shop. Shop wählen einfach, wie auf der T9-Tastatur. Ja, ganz einfach. So, im Schlafzimmer? Würdest du sie ins Schlafzimmer hängen? Oder ans Auto, oben aufs Auto. Also doch, ein Schlafzimmer. Im Schlafzimmer also, möchte ich besonders gern so ein weiches Licht haben. Und es ist ja nicht nur Licht, es spendet gleichzeitig Wärme. Also wirklich. Oh, herrlich. Toll. Oh, ja. Hier möchte man sich gerne die Finger dran wärmen. Wirklich, wirklich toll. Ja, also es ist quasi ein Multifunktionsgerät. Ja. Liebe Zuschauer, Chaos-Community, jetzt anrufen. Einmalige Chance. Lasst euch das nicht entgehen. Liebe Regie, haben wir schon ein Startgebot, nach dem Startgebot schon was Neues? Also. 5 Euro, also, aha. Das aktuelle Gebot Euro, das liegt bei 5 Euro. Das ist natürlich nach wie vor ein Schnäppchen. Ja? Das ist 5 Euro ist ja nichts. Ja, wie gesagt, was wollen wir mal tippen? Was kostet diese Lampe? Wollen wir mal tippen, liebe Karin? Ja, gut. Was? Also, wir fassen nochmal zusammen. Es ist ein Designerstück. Ein absolutes Designerstück. Es ist einmalig. Dieses Produkt gibt es nur einmal auf der Welt. Multifunktional. Und es ist... Das Licht wärmt. Also Sie können nicht nur sich Licht damit machen, sondern es ist auch gleichzeitig wärmend. Es macht die Haut einfach schöner und verschönert jeden Raum. Es ist nicht langweilig. Arnold, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Man kann die Lampe DJ Arnold. Man kann die Lampe entweder auf den Boden stellen oder kann man sie nicht auch an die Wand hängen? Man kann sie genauso gut hier mit Schrauben befestigen und an die Wand hängen. Sehen Sie? Zack. Das, was für ein Licht das macht. Selbst dieses lila Bild wird durch diese Färbung, die das Licht gibt, einfach noch etwas ganz anderes. Ein ganz anderer Snack, wie man so schön sagt. Ne? So. Und dann können Sie hier, wir haben ja noch gar nicht die Schrauben. Das sieht natürlich alles alt aus, aber das bewegt sich natürlich locker, leicht, fluffig. Ne? Ohne, das ist überhaupt kein Zahnrad, kein Haken. Das ist einfach, das funktioniert einwandfrei. Diese Lampe muss niemals geölt werden. Das ist einfach durch die Bank weg gut. Rufen Sie an 0221 59619 7467. Auch ein kleines Disco-Feeling. Ne? Stimmt. In die eigene Bude kriegen. So ein bisschen 70er Jahre Teint rein. Ja, so ein bisschen was, dass man wirklich. Die Leute werden doch noch drüber reden. Ja, auch die Enkel werden doch noch drüber reden. So, liebe Regie, sehe ich das gerade richtig? Oh. 10 Euro, eine Frage, das aktuelle Gebot. Herzlich willkommen hier bei C3 Teleshop. Wie ist denn der Name? Hallo, ja, hier ist Julia. Ich wollte mal fragen, ist die Lampe mit Batterie betrieben? Mhm. Vielen Dank, Julia, für deine Frage. Lieber Arnold, ist diese Lampe batteriebetrieben oder per Strom? Nein, die Lampe ist ganz normal an Stromnetz angeschlossen mit einem ganz normalen Stromstecker. Ich kann das hier auch einmal kurz zeigen. Man kann natürlich aber, wenn man die Lampe unterwegs mitnehmen möchte, mit einem kleinen Diesel- oder Benzin-Generator, kann man damit natürlich auch ist zwar ein bisschen lauter, aber die Lampe, das Licht macht ja was her. Ne? Wenn man jetzt mal zum Feiern geht, zum Beispiel, da hat man eben auch diese Lampe mit einem Generator bei sich. Aber grundsätzlich ist sie mit dem Stecker betrieben. Frage beantwortet. Das ist ja prima. Da kann ich dir zu meiner nächsten Open Air mitnehmen. Ja. Genau, vielleicht da auch mit an die Anlage, mit an den Strom anschließen, wenn du vorher fragst. So. Oh. Liebe Julia, vielen Dank. Ja, danke euch. Ne? Gerne, tschüss. Mach's gut, einen wunderschönen. So, Julia, nett. Hast du mitbekommen? Was?
11 Euro. Mittlerweile sind wir bei 11 Euro. 11 Euro, aber ich glaube nicht, dass die da bleibt. Ich glaube nicht, dass die bei 11 Euro bleibt. Also nee. Ich sag mal, die kostet locker. Die kostet wirklich locker 5.000 Euro. Also in einem Einrichtungshaus, wo man das bezahlen müsste, wo man Designer zahlt, für das Licht, ja, da kostet die locker 5. Wir sind bei 12 Euro. 12 Euro also, mittlerweile. Aber wenn ich zu Hause säße, ne, ich mag total gerne diese schicken Sachen. Ich mag das, weil ein bisschen rausstechen ist doch immer ganz nett. Und also ich sag mal so, selbst wenn ich das Geld nicht hätte, meine Lieben, selbst wenn ich das Geld nicht hätte, also ich würde bei den Nachbarn oben klingeln. Ja? Ich würde irgendwie bei Mutti anrufen vielleicht. Oder schon einen Vorschuss vom BAföG irgendwie beantragen. Und denken Irgendwas, Sie daran. Ja? So. Es ist ja nicht nur für sich selber, sondern alle Erlöse des heutigen Abends werden ja gespendet. 25% an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an Netzpolitik.org. Also tun Sie sich selber und anderen und was Gutes. Und bei 500 Euro, ich sag mal, wenn wir auf 500 Euro kommen, ja, dann ist das ja ein ganz schöner Betrag, den wir schon spenden können dadurch. Ne, das ist ja nicht nur, dass es irgendwie uns zugute kommt, so, sondern es kommt euch zugute. Ihr habt eine tolle, coole Lampe dann bei euch stehen. Und rufen Sie an. Und den Organisationen, denen wir das Geld natürlich spenden. So. Eine einmalige Chance. Ruft an, ruft durch. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann ruft auch gerne an. Wir freuen uns wirklich auf jede Frage. Auf jede Frage. Die Telefonnummer ist 0221 59619 7467. Besucht uns auch auf Twitter unter C3 Teleshop. Das ist irre. Chaos Community. Los. Also, 12, bei 12 Euro kann es doch noch nicht gesehen gewesen sein. Ich ärgere mich selber, dass ich niemandem zu Hause gesagt habe, hey, bitte für mich. Stimmt. So schlau waren wir nicht, Arnold. Also, uns entgeht jetzt leider also diese einmalige Chance. Ich sag mal, also, wenn es jetzt bei 12 Euro, ich würde 20 bieten. Mindestens. Also ich könnte mir vorstellen, 20 zu bieten. Ich kann mir aber auch vorstellen, wie gut die Lampe in meinem Zimmer aussieht. Das ist Top-Lampe. Ich würde sogar 25 Euro bieten, weil ich mit ruhigem Gewissen weiß, dass die Erlöse weitergegeben werden. Ja, also ich kann das hier nochmal wirklich, man kann das natürlich drehen und wenden, wie man will, aber... Arnold, mach das Licht doch nochmal auf mich, damit aber gerne. Die Zuschauer, die Chaos-Community sehen kann, was da für ein Effekt das ist. Gerade wenn man zum Beispiel strahlende grüne Augen hat, wie die Karin, da kommt das viel besser zur Geltung. Das ist natürlich... einzigartig, ja, was das Licht macht. Ja, das ist natürlich toll. Herrlich Top, und ja. So schön warm. Und das Photoshop, also es gibt ja den Spruch, we fix it in the post. Aber viel Arbeit das ist. Mit unserer Photoshop-Lampe sparen Sie sich die ganze Arbeit. Oh, ich sehe gerade, wir haben ein neues Gebot, mittlerweile 13 Euro, aber da geht doch noch ein bisschen was. Also 13 Euro für diese wundervolle, wunderschöne Lampe. Das ist ja... Arnold, du hast ja gerade auf mich geblendet. Ja. Oh, 16 Euro. Die Gebote gehen tatsächlich hoch. Sie gehen jetzt hoch. Also bleibt 25 Euro. Danke, 25 Euro. Arnold, hast du es mitbekommen? Wir sind bei 25 Euro. So macht das Spaß. So wollen wir das haben. Das ist immer noch ein Schnäppchen, ganz klar. Aber so muss das sein, ne? Diese Lampe ist ein absolutes Unikat. Das gibt es nicht nochmal. Also, 25 Euro... Gerade mit der Nummer in der Warteschleife, Pünktchen, 3158. Wir sind gespannt. Bleibt es bei 25 Euro oder geht das noch was? Und ich meine, wollt ihr wirklich langweilig sein? Wollen Sie als Langweiler in die Geschichte, in die Vergessenheit eigentlich geraten? In die Vergessenheit der eigenen Freunde, wenn man später mal Fotos anguckt? Ja, wenn man Fotos anguckt und dann sieht man das helle Neonlicht des Zimmers oder des Arbeitsplatzes. Nee, aber da will man sagen, dass dann Lukas, Carina, Mehmet, guck mal, wie toll du das Licht damals hattest. Das war doch diese lila Lampe und da haben wir uns doch kennengelernt. Und da entstehen Geschichten bei, da muss man doch sagen. Das ist doch ein Erbstück für die Enkel ist das doch. Diese Lampe hat doch jetzt schon so eine tolle Geschichte. Meine lieben ZuschauerInnen, diese Lampe ist doch, das ist doch, also und wenn man sagt, ich brauche keine Lampe. So, Herrgott, ich brauche keine Lampe. Wir haben ein neues Gebot. 50 Euro. 50 Euro und 50 Euro. Ich meine, das ist ein. Jetzt kommen wir in den Bereich. Ein Zehntel vom Einkaufspreis, wenn man den jetzt irgendwie wenn guter Design, Domizil oder so, sag ich mal. Ne? Regie, so. Das 50-Euro-Gebot ist uns wieder abgesprungen.
Ah, da ist natürlich, also da, ich meine, man kann die, wenn man für 50 Euro die jetzt einkauft, die kann man ja in einem Jahr oder sofort, die kannst du ja bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. So, jetzt mittlerweile sind wir bei 30 Euro. Aber dann, jetzt wieder 51 Euro, so, jetzt warten wir kurz. Moment, Arnold. Aber man isst die doch, für 51 Euro, man isst die doch dann, wenn man die bei eBay reinstellt, locker für 500, 800, 700 wieder los. Aber die Nummer 3158 am Ende. Die möchte das wirklich haben, weil die habe ich vorhin schon gesehen in unserer Geburtsliste. Die Nummer will das jetzt wirklich haben. Ja. Also bleibst du dabei oder bietet jemand mehr? Und ich sag mal, wenn man jetzt aber sagt, ich brauche keine Lampe. Die sieht toll aus, das ist schick, aber ich brauche keine. Ich habe so tolle, viele tolle Lampen. Es gibt doch Alternativen. Ja? Man macht ein bisschen Erde drüber oder am besten Kieselstein und pflanzt einfach eine Blume rein. Ja? Die darf man dann natürlich nicht so stark gießen, ist ganz klar. Aber wenn Sie das mit Kiesel machen, liebe ZuschauerInnen, das ist doch grandios, wenn man da ein kleines Palmchen oder sowas rauswachsen lässt. Das sieht doch aus wie ein Siegeskelch. Ja? Also während andere aus einem Champagnerglas trinken, stellen Sie sich mal vor, Sie mit diesem Kelch, also da schmeckt der Champagner nur noch besser draus. Und das riecht ja auch so gut. Dieses Gerät hat Geschichte geschrieben, das sieht man ihm an. Und es wird Geschichte schreiben mit einem wunderschönen Licht. Ja? Und ich höre gerade von der Regie, ein Telefonat. Und wir haben nur noch 5 Minuten. Beantwortet die Frage. Ganz ruhig, so. C3 Teleshop, wen darf ich begrüßen? Hallo Karin, hallo Arnold, ich bin aus dem Backoffice. Hallo. Ich habe einmal eine Frage von Twitter, die ich einmal weiterleite. Ja. Nämlich, wie sehen denn die Versandkosten aus Deutschland nach Österreich aus? Was würde das kosten, diese Lampe nach Österreich? Ich nehme an, dass wir da der Standardpreis innerhalb von Deutschland war bei 8,99 €. Ist das korrekt? So, und wir machen 10 Euro nach Österreich. Ja. Genau, wir machen jetzt ein Sonderangebot, egal was der eigentliche Preis wäre. Wir machen einfach die deutschen Versandkosten plus 10 Euro on top. Okay, alles klar. Das heißt, im Grunde genommen wäre das dann so ein Päckchen der Größe M bis L wahrscheinlich. Ja, genau. Selber nochmal nachschauen, was das kostet. Genau. Richtig. Ja, okay. Ja, also ich habe 13,99 € im Kopf. Ich schaue dann einfach nochmal. Okay. Super. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Ciao. So. Und also eben bevor der Anruf kam, meine Liebe, waren es noch 5 Minuten. Mhm. Jetzt sind es noch 3 Minuten. 4 Minuten noch. Nur noch 4 Minuten. Also 4 Minuten. Wir sind bei 51 Euro. Für einen Gegenstand, der 500 Euro locker wert ist. Ja, das ist doch, das ist sowas Tolles, sowas Einzigartiges, das findet man nicht. Ja, so multifunktional einsetzbar. Da ist man doch auf der Party unterwegs in irgendeinem ganz coolen Club in London, Berlin, Hannover oder sonst wo. Und denkt sich, Mensch, was haben die hier für eine schöne, tolle Dekoration? Weißt du nimmst das mit auf die Party. Erstmal strahlst du dich selber an. Achtung, nur noch 3 Minuten, sagt die Regie. 3 Minuten du strahlst noch. Dich selber an. Also. Und später gießt du dir dein Säckchen da rein. Das ist einfach fantastisch. Kleiner Warnhinweis, nicht vergessen, den Strom auszuschalten. Aber es geht natürlich. Das ist überhaupt kein Thema. Ja? Also bitte ruft weiter an, bleibt in der Leitung und bietet. Einmalige Chance. Das ist doch, nur heute also, hier bei C3 Teleshop. Ein einmaliges Angebot. Ach, das ist wirklich, das Gebot also liegt bei 51 Euro. Diese Farbe, wir können das ja auch noch mal hier zeigen, diese Farbe ist ja wunderschön, dieses Lila. Ich meine, Flieder, wer Violett. Baut denn das? Das ist ja, wer kommt denn auf diese Idee, das zu bauen? Das ist ja ein super Ding. Ja, das ist ja herrlich. Ein Unikat. Wirklich. Also wenn meine Mutter noch leben würde, ja, die würde ausrasten. Die hatte wirklich was über, die hatte einen ganz feinen Sinn für Design. Und die würde sofort, die wäre sofort dabei, 500, 600 Euro hierfür auszugeben. Ne? Nur noch 2 Minuten, ja. Liebe Chaos-Community, nur noch 2 Minuten. Also schlagen die Zeit Sie jetzt drängt, die Zeit zu. Drängt wirklich. Also ruft an, der bietet. Der Buzzer-Akt also, ist aktiviert, das nur noch 2 Minuten. 25% gehen ans Gängeviertel, 25% an die Stubnitz und 50% an netzpolitik.org. Ja? Also ruft tun an, Sie sich schnell. Was Gutes. 0221 59 619 7467. Oder ruf durch. Im Eventnetz 7467. Ach, das ist
zu schade, du, dass ich da nicht... Ich hätte die wirklich in meinem Schlafzimmer, würde die sich so da toll machen. Da kann ich dich sehr gut nachvollziehen, ja. Arnold. Wirklich, also ein wirklich Hingucker da, ist das. Multifunktional einsetzbar. Alle durcheinander würden begeistert sein, ne? Von diesem Gerät. Jeder, der in mein Schlafzimmer sagt, Mensch, das ist ja zum Verlieben. Es hat auch so, schon wieder... Ich bleibe noch eine Minute. Es hat auch schon wieder die Form verändert. Das entwickelt sich dauerhaft weiter. Wie gesagt, diese Lampe ist wie ein guter Whisky. Ne, da, jede Sekunde das, ein das neues Design. Nicht. Das ist einfach fantastisch. Fantastisch. Und wir sind noch, wahrscheinlich sind wir jetzt bei 30 Sekunden kommen. Ein Gebot noch. Noch ein 50er oben drauf. Das ist doch das letzte ist ein Riesenprodukt. Mensch, letzte bietet, Chance. Bietet, Mensch. Das ist doch irre. Ja? Das ist für einen guten Zweck und für Sie selber. Gönnen Sie sich mal was Gutes. Ja. Was wirklich nicht immer nur einzigartiges. Den Igel in der Tasche haben. Nein, holen Sie ja, den Igel raus. Mal, genau. Der Igel muss auch leben. Der will auch frische Luft. Also, holen Sie den Igel raus. So. Oh, 10 Sekunden noch. Ein Gebot geht noch. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Drei, na, noch eins, 500, kann er? Schon, zwei. Es ist vorbei. Der Buzzer ist aktiviert. Okay, und es ist raus. Und jetzt, meine lieben Zuschauer, für 51 Euro und eine Minute Pause. Erst kommt der Anruf des Höchstbietenden durch. Herzlich willkommen bei C3 Teleshop. 51. Ja, 51 Euro. Nochmal die Antwort. Das letzte Gebot ist bei 51 Euro. Hallo, habe ich jetzt jemanden in der Leitung? Ja, hallo, hier ist der Frank. Hallo Frank, herzlich willkommen bei C3 Teleshop. Du hast unsere wunderschöne Lampe Rostalgie erworben. Erzähl uns, was hast du mit der Lampe vor? Also ich wollte erstmal WLAN einbauen und dann die ins Internet hängen. Und dann mal gucken, was man denn damit bauen könnte. Ich glaube, so direkt vom IRC aus ein- und ausschalten wäre schon praktisch. Oh. Perfekt. Du hast Ideen, da sind wir nicht mal selber drauf gekommen. Da sind wir nicht mal drauf gekommen, das ist doch so multifunktional. Danke. Wünschen dir ganz viel Spaß damit. Ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, liebe Chaos Community, wir machen jetzt eine Minute Pause und sind gleich wieder für Sie da. Und zugleich darf ich den Experten Dr. Professor Groupon bei uns im Studio begrüßen. Seien Sie gespannt, bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei C3 Teleshop. Unser nächster Artikel ist der Handschuh Magic Hand. Hier haben wir den Handschuh. Und dazu begrüße ich in meinem Studio den Experten Professor Dr. Dr. Groupon. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Herr Dr. Dr. Groupon. Karin, ich grüße dich. Hallo. Schön. Hallo, sehr verehrte Zuschauerinnen. Professor Dr. Dr. Groupon, wir sind schon sehr gespannt auf Ihre fachliche Analyse von unserem Handschuh. Also als erstes muss man natürlich dazu sagen, das ist ein Produkt, wo es normalerweise gar nicht auf dem Markt gibt. das kriegen Sie nirgendwo. Das muss man einfach mal feststellen. Und zuerst mal können wir ganz einfach testen, was das Produkt überhaupt gar nicht tut. Genau. So, was kann er? Aha. So, ja, man zieht es einfach über die Hand. Und jetzt denken Sie, na, das leuchtet, das macht ein Geräusch. Aber Professor das ist Dr. ja Dr. so wichtig. Ich kriege gerade die Anweisung von der Regie. Halten Sie das gerne näher ans Mikrofon. Ach, damit dadurch, man einmal hier das Geräusch dadurch hört. Dadurch kann die Chaos Community einmal das Geräusch hören. Genau. Ja. Wow, das klingt ganz schön abgespaced. Nur jetzt denkt man im ersten Moment, das leuchtet. Ne, oh, ach, das ist jetzt? Ein ganz... Wow, mysteriös. Also, wenn ich zum Beispiel abends nach Hause komme und mein Schlüssel... Ja. Ja, ich finde den Schlüssel noch nicht. Und was mache ich? Ja, ich fummel da dran und mach und tu, aber das gibt nicht, der geht nicht nein. Oder kennen Sie das? Aber mit der Handschuh, da bitte, das Gerät funktioniert. Der Handschuh, habe ich also richtig verstanden, der Handschuh öffnet Türen, obwohl Sie keinen Schlüssel haben? Nein, den Schlüssel, den haben Sie natürlich dabei. Ja?
Das ist eine Geheimzutat, da wäre ich gleich drauf gekommen. Aber erstmal macht der Schlüssel Licht. Und er vertreibt natürlich die Einbrecher. Ja, wenn sie nachts irgendwie alleine rumlaufen mit dem Licht, mit der Handschuh und das Geräusch, da kommt ihnen aber keiner so schnell zu nahe. Mhm. Das sag ich ihnen. Und das ist wissenschaftlich getestet. Also Leute mit dieser Handschuh werden zu 80% weniger überfallen. Egal ob auf dem Dörfle oder in der Stadt. Unser Startgebot liegt bei 1 Euro. Das ist aber für so ein Gerät. Rufen Sie an unter... Das ist 0221 596 19 7467 oder im Eventnetz unter 7467. Also, das ist für so ein Gerät, meine liebe Karin, das ist für so ein Gerät, wo es auch noch, muss man ja dazu sagen, dass das alles gespendet wird. Das ist ja nicht nur, dass man das Gerät bekommt. Danke, sondern dass Sie das nochmal erwähnen. Wiederholen es nochmal. 25% gehen ja an die Stubnitz. 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Ich erzähle Ihnen mal eine persönliche Geschichte. Ja, bitte. Mein Vater. Mhm. Mein Vater, der war Handelsvertreter. So. Und es geht nur darum, wäre ich als erste bei den Kunden, wäre ich als erste da. Und mit dieser Handschuh schalte sie ja die ganze Ampelschaltung, schalten sie ja auf grün mit dieser Handschuh. Ganz genau. Ja, das ist ja der nächste, was der das Ding kann. Und das ist das Beste ist, da ist ja kein Hake dran. Das Beste ist ja, das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Professor Dr. Goupon, es ist natürlich immer so. Gerade wenn man sowieso schon spät dran ist, sind plötzlich alle Ampelschaltungen auf rot. Man hat super die rote Welle erwischt. Wie toll wäre es, wenn man einfach die Ampeln auf grün schalten würde. Man würde nie wieder zu spät kommen wegen roten Ampeln. Und mein Vater, der hat den, weil der immer der Erste gewesen ist, als Handelsvertreter, der hat am Ende, der hat Umsätze gemacht, der ist erschwindlich worden. Und das ist ja ein Produkt, das es normalerweise gar nicht auf dem Markt gibt. Nee, ja, das gäbe es gar nicht. Das so ist mal wieder ein Unikat für Sie. Wir können das ja nochmal. Ja. So, und ich sage Ihnen, man muss das fühlen, gell? Man muss das gleich, man geht mit der Handschuh rein und es ist gleich ein ganz anderes Gefühl. Man fühlt sich viel sicherer dadurch, sicherer, nicht wahr? Man weiß, ich kann jetzt auch durch eine gefährliche Stadt auch gehen, auch durch die Bronx oder so zum Beispiel, ja? Und da sind sie aber sicher, ja? Da ist, ne? Da, auch wenn es mal, wenn man da Angst hat oder ich durch Lüdenscheid oder so, wo es irgendwie Ärger geben könnte, so. Es gibt auch ein gutes Gefühl für die Eltern, ne? Oder? Da, man gibt seinem Kind diesen Handschuh. Und schon hat man ein gutes Gefühl, man kann seine Kinder... Auf nach Hause weg. Man kann seine Kinder draußen alleine lassen. Das. Mit diesem Handschuh haben Sie als Eltern ein gutes Gefühl. Ein einmaliges Angebot. Ist doch. Heute und hier. Aha. So, jetzt kriege ich gerade aus der Regie die Info. Unser aktuelles, das aktuell höchste Gebot liegt bei 10 Euro. 10 Euro, das ist... 10 Euro? Nur 10 Euro für ein sicheres Gefühl? Das ist natürlich... Völlig unter Wert, aber es ist ein Erstgebot. Aber man muss sagen, was können wir uns, wenn wir uns die Zahlen angucken, was gebe Menschen an Versicherung aus? Mhm. Ja? Was gebe die Menschen an Versicherung zum Beispiel aus? Damit braucht man also ja keine Versicherung mehr. Keine Lebensversicherung mehr. Das geht ja so. Sie brauchen keine Lebensversicherung mehr. Das geht also, und gucken wir uns die Zahlen an. Haben Sie eine Lebensversicherung und eine Krankenversicherung? Habe ich, ja. So, was zahle Sie da im Monat? Also, wenn ich das mal uns sagen darf. Also jetzt komplett hochgerechnet auf mein ganzes Leben? Ja. Also, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ja. Also, das geht ja in die Tausende. Das geht ja in die Tausende, gell? Das geht ja in die... Und das... In die Millionen geht das doch, wenn man das einmal hochrechnet. Und ich meine, diesen Handschuh, den können Sie ja auch weiter ausleihen. Das können Sie ja von Familie zu Familie ausleihen. Und, Moment, ich bekomme gerade eine Info von der Regie. Wahnsinn. Ah. Dann, ja. So, Moment, kleines Moment. Technische Probleme, gleich ist das gelöst. Also, so? Anderer Vorschlag. Sagen wir, Sie sind jetzt zum Beispiel, Sie fühlen sich sicher. Und Ihre Lebensversicherung, also das ist eine Lebensversicherung, ich will es nur noch mal sagen. Aber Sie wollen zum Beispiel nachts arbeiten. Ne? Sie wollen nachts arbeiten und Ihr PC zum Beispiel
hat keine Tastaturbeleuchtung. Sie wollen das Licht auch nicht hell machen, ne? Weil dann ihr Partner, ihre Partnerin auch aufwacht. So. Einfach. Mit dem Licht hat man ja immer Licht. So einfach ist es. Und man kann es ja auch kombinieren. So. Also man kann mit diesem Ding so viel machen. Bitte, Karin. Also der Lichtvorschlag, Professor Dr. Dr. Groupon, war schon gut. Aber es macht ja auch Geräusche, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass unser Handschuh auch die Funktion hat, dass es nur leuchtet, ohne Geräusche zu machen. Habe ich recht? Also, probiere es aus. Probiere es aus. Aber ich finde den so, das ist ja auch schick. Wenn Sie es angucken, ich kenne mich nicht mit Mode aus, aber das ist ja auch schick, das zu tragen. Stimmt. Ne? Das ist ja, und ich will es nochmal sagen, rufe sie an. Biete sie, bimmel sie durch, ja? Bimmel sie durch, das biete sie, das ist ein Produkt, wo sie nicht auf den Markt kriege, wo es nicht auf den Markt gäbe, normalerweise. Liebe ZuschauerInnen, rufen Sie jetzt an. Eine einmalige Chance. Lassen Sie es nicht entgehen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Damit sind Sie überall, auch Schreibe, wenn Sie viel zu schreiben haben. Sie denke, dass Sie mit dem Computer zum Beispiel schnell sind. Ja, dass Sie mit 10 Finger schreiben. Stimmt, aber hier das geht viel schneller. Mit 5 Finger. Mit 5 Finger und einem Stift, mit Füller oder einem Bleistift, ne? Zack, 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 so schnell, so ist der Bleistift, ist da abgeschrieben. So schnell geht das. So, und, das ist ja unfassbar. Wollen wir das einmal zeigen? Hast du Stift? Ja, können wir gerne Stift. Hier haben wir einen Bleistift. So, ne? Und ich... Nur schade, dass wir nur einen haben, ne? Das wäre doch was für 2. Leider nur einer da. Aber leider. Mit zwei, ich glaube, das darf man gar nicht verkaufen. 2 darf man, weil man dann hätte man so einen Supermann. Oder so, ne? Ich glaube, das von staatlicher Seite geht das nur gar nicht. Aber wenn ich ihn jetzt einmal hier so vorführe, ich schreibe mal ein bisschen auf dieses leere Blatt, über einen Teleshop. Ja, ich mache den einmal an hier. Oha. So, also jetzt habe ich hier so ein paar nur Sachen für die Sendung geschrieben. Das ist ja wenige Sekunden nur gewesen. Ich sage, selbst mit der Computertastatur kriegen Sie das hin. Also biete sie für diese Handschuhe, rufen Sie an. Rufen Sie jetzt an. Bimmel sie durch. Ja, das ist doch... Unter 0221 59619 7467. Mein Gott, das ist doch für einen guten Zweck. Richtig. Ja, das ist doch für einen guten Zweck. Also ich würde sagen, wenn ich das als für wissenschaftlich da ist, kommt vielleicht Frage hoffentlich rein. Ja, das Telefon klingelt. Ich bin gespannt. Hallo, hier im Studio bei C3 Teleshop. Wen habe ich dran? Hallo, hier ist das Backoffice. Hallo, Karin. Wir haben das Backoffice dran. Hallo. Ja, wir haben leider gerade technische Probleme. Deshalb, was haltet ihr davon? Der ganze CCC hat gerade technische Probleme. Ah ja, okay. Stream ist nicht online. Was haltet ihr davon, kurz eine Pause zu machen? Dankeschön. Das gebe ich weiter. Ja, dann trinken wir einfach einen Schnaps zusammen und dann machen wir weiter, ne? Alles klar. Vielen Dank. So, ich höre gerade, wir haben technische Probleme. Nicht nur wir, sondern alle, der komplette CCC. Deswegen gehen wir in einen kleinen Werbeblock und sind gleich wieder für Sie da. Mit der Handschuh wäre das nicht passiert. Willkommen zurück. Da sind wir wieder bei C3 Teleshop, dem Teleshopping-Sender Ihres Vertrauens. Sie haben es mitbekommen, wir hatten einige technische Probleme. Man munkelt, es lag daran, weil die Gebote so hoch waren. Ich kann kurz etwas dazu sagen. Die Server waren natürlich völlig überlastet, weil wir viel zu gerade für dieses Angebot, was wir gerade hatten, viel zu viele Anrufer in der Leitung hatten. Ja. Der Magic-Handschuh. Und da mussten wir ein bisschen das erweitern, dass mehr Leute zugucken können. Und wir freuen uns, dass wir Sie jetzt wieder begrüßen dürfen hier. Ja, Sie haben dadurch eine zweite Chance gekriegt. Also alle Gebote, die vorher drin waren, sind leider resettet worden. Aber zum Glück für Sie, Sie haben eine zweite Chance. Wir starten nochmal bei 1. Genau. Und wir sagen nochmal, wir geben einen kleinen Ausblick auf die Produkte auch, die wir noch haben. Aber wir fassen erstmal noch einmal für Sie das Prozedere zusammen. Genau. Also, alle Produkte des heutigen Abends, die Erlöse, die werden gespendet, weitergegeben. Das landet nicht bei uns, sondern die Erlöse landen von 25% bei der MS Stubnis, 25% Gängeviertel und 50% bei netzpolitik.org. So ist es. Wir behalten davon nichts, das wird alles weitergegeben. Alles, was Sie tun müssen, ist dranbleiben.
Wenn Ihnen ein Produkt gefällt, rufen Sie an unter 0221 59619 74467. Sie können auch anrufen und Fragen stellen unter der gleichen Nummer. Oder Sie können uns auch auf Twitter besuchen unter C3 Teleshop und auch hinterlassen Sie uns da eine Frage. Aber natürlich würden wir uns umso mehr freuen, wenn Sie anrufen würden. Rufe Sie gerne an. Wir sind auch immer Experte für Sie da, zugeschaltet zu den Produkten. Wenn Sie bestimmte Frage zum Produkt haben, dann werde sie direkt zu uns durchgestellt und wir beantworten Ihnen natürlich gerne die Frage, die Sie haben. Ja. Bevor wir mit dem Magic Handschuh nochmal neu starten, geben wir Ihnen erstmal einen kleinen Ausblick der Produkte, die Sie noch erwarten können. Also, wir haben heute noch die, als nächstes, die Perücke Antoinette, mit der Sie für alle, die hoch hinaus wollen, für die ganze Familie. Es ist auch ein Produkt, was 2-in-1 ist und multifunktional einsetzbar. Dazu werde ich meinen Experten Radolf Rafke von Schleich mit dazu holen. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Produkt. Die Kakteen, ja, unglaublich fantastische Kakteen haben wir da im Angebot, die man nicht gießen muss. Auch wissenschaftlich was ganz Besonderes, was ganz Neues auf dem Markt. Mhm. Das Plüschradio natürlich. Das Plüschradio mit unserem Experten wieder. Professor Dr. Dr. Groupon wird hier für Sie sein und wird Ihnen von allen technischen Details und Know-how berichten. Ein wunderbares Machwerk der Technik, ja. Danach haben wir die Trommeln. Keine normale Trommel, kein Musikinstrument. Es ist natürlich wieder etwas Besonderes, ja, etwas Exklusives. Richtig, ganz besonderes Gerät. Einen riesigen Diamanten. Also deswegen ist es auch, niemand weiß, wo wir uns momentan aufhalten, weil es ein wunderbarer Edelstein ist, den es nicht nochmal gibt. So viel Security könnte man gar nicht bestellen, deswegen hier ist ein Top wunderbares Secret. Sie werden es sehen, seien Sie gespannt, sei gewiss, das ist das Beste, was Sie je gesehen haben, Funkelnagel, wunderschöner Stein. Ja. Danach haben wir die Joysticks Jehova im Angebot. 2 Stück, das haben wir sonst nicht. Wir haben meistens Unikate und nur ein Exemplar, aber davon haben wir 2 Stück. Sie können gleich doppelt zuschlagen. Greifen Sie zu, eine einmalige Chance. Die Floppy-Laser, natürlich. Der Floppy-Laser. Auch, ja, richtig Oldschool, Newschool, alles ist dabei. Ne? Und zum Schluss noch der Konfetti. Der Konfetti. Der Nagellack, Rostkonfetti. Auch was ganz Besonderes, ne? Da ist die Wissenschaft hat es erfunden. Das ist was ganz Besonderes. Sei Sie gespannt, was das ist, was man damit alles machen kann, ja? Und exklusive Angebote nur für Sie. Exklusiv. Rufe Sie durch, Herrgott nochmal, bimmeln Sie durch, wenn Ihnen was hier fällt. Rufe Sie an, ja? Bitte. Fragen Sie auch gerne. Wir sind immer für Sie hier bereit im Studio. Gerne. Rufen Sie uns an. Wir schnacken sehr gerne mit Ihnen. Wir beantworten sehr gerne Ihre Fragen. Dann wollen wir weitermachen. Ja. Mit dem Produkt, das ich weiter schon angefangen hatte. Weiter geht es mit dem Magic Handschuh. Magic Handschuh. So, die Leitungen sind wieder frei. Sie dürfen wieder anrufen. Das Startgebot liegt wieder bei 1 Euro. Aber Herr Professor, 1 Euro, das ist ja ein schlechter ein Scherz. Euro, das ist ein schlechter Scherz. Man muss sich zuerst einmal, muss man sich ja bewusst machen, dass das ein Produkt ist, das ich normalerweise auf dem Markt gar nicht gebe. Ja. Ja, so ist es. Das ist verfügbar für FBI, für die Geheimdienste und für CIA zum Beispiel. Normalerweise war das verfügbar für das FBI, CIA. Aber wir bringen dieses Produkt für jedermann. Jeder kann das erwerben. Die neueste Technologie, auch für jedermann, auch für Sie zu Hause. Aber das ist natürlich ein Einzelstück. Ja, das ist ein absolutes Einzelstück. Bedauerlicherweise ist es ein Einzelstück. So. Aber es ist ja auch schön, wenn etwas ein Einzelstück ist. Ich kann mir sicher sein, wenn ich diesen Handschuh besitzen würde, ich wäre die einzige Person, die das besitzt. Wie schön ist das denn? Ich will das mal sagen, dieser Handschuh hat natürlich die Fähigkeit, dass man mit dem Licht, was da drin ist, angebaut ist, kann man seine Umgebung, zum Beispiel die Ampel steuern. Ne? Richtig, also man kann die Ampel steuern. Man fährt zum Beispiel, wo man den dringenden Termin und man muss vorwärts kommen, gerade in der Stadt, immer sehr vorderhaft, wenn man die rote Welle hat, da hat man die rote Welle. Da weiß man nicht, wie es weitergehen soll und dann steht man im Stau und man kommt da nicht durch, weil die Ampel immer. Und Sie können mit dem Handschuh die Ampel auf grün machen. Grüne Welle. Langfahren, machen Sie einfach die grüne Welle. Das war Beispiel Nummer 1. Beispiel Nummer 2. Zum Beispiel, wenn man an der Kasse steht. Ne? Man erwischt immer die falsche Kasse. Man hat immer die Kasse, wo es am allerlängsten dauert. Mit diesem Handschuh, Sie ziehen ihn an. Und plötzlich geht eine neue Kasse auf, die vorher zu war. Und Sie, natürlich, mit Ihrem Einkaufswagen, zack, 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 sind Sie als allererstes dran. Es ist dasselbe Prinzip.
Die Kasse ist rot und Sie schalten die Kasse auf grün. Grün. So einfach ist es. Und erwischen Sie schon, welche Kasse das ist. Und dann sind Sie wieder die Erste oder der Erste. Ja? Punkt so. Nummer 3. Zum Beispiel, Sie gehen außer Haus und denken so, habe ich eigentlich meinen Schlüssel mitgenommen? Und? Natürlich haben Sie den Schlüssel nicht mitgenommen, er ist zu Hause. Aber, weil Sie den Handschuh in der Tasche haben, können Sie damit einfach Türen öffnen. Bitte, wollen wir denn nicht den Handschuh gleich mal ausprobieren? Wir sehr gerne. Wir ansitzen, ja, dass man die Zuschauer auch mal richtig sehen können, dass der auf jede Hand passt, wirklich. Ja, so. Bitte. Ich hole den einmal. Ja. Hier. So, das ist natürlich hier wunderbar präsentiert. Ist natürlich ein, ja, das ist natürlich nur von, also ich sage Ihnen, die Wissenschaftler, die was auf sich halten, ja, die schwören natürlich darauf, weil das ist wirklich die neueste Technologie überhaupt. Hier haben Sie Ihr Knopf zum Anmache. Und dann sehen Sie. Haben Sie das gehört? Es blinkt, es leuchtet, es macht Geräusche. Ja. Und jetzt fragen Sie sich, okay, mit diesem Schalter schalte ich einmal alles auf grün. Natürlich, wissen wir jetzt. Aber im Dunkeln, Sie laufen durch die Dunkelheit und Sie fühlen sich nicht wohl. Ja. So, weil es ist eine Gegend, die Sie nicht kennen zum Beispiel. Ja. Und was machen Sie? So, Sie haben das Gefühl, da ist mir wer auf der Ferse, der mich zum Beispiel ausrauben möchte oder mir eine Krage will zum Beispiel. Ja. Und es ist doch kein Problem, Sie haben den Handschuh. Entweder habe Sie den Handschuh schon an, ja, und das ist ja auch ein tolles Tragegefühl, das fällt ja gar nicht auf. Ja, also im Winter ist es kalt, hat man sowieso einen Handschuh an, gell? So, also meine Empfehlung ist, den Handschuh schon gleich sofort anzuziehen. Nicht erst auf die brenzlige Situation warten. Lassen gleich Sie den Handschuh vorbeuge. Sofort richtig. An. Und die merke das. Ich sag mal so, die böse Typen und die Verbrecher, die merke das. Die kommen Ihnen gar nicht zu nahe. Richtig. Und im Prinzip ist es dann nicht nur ein Weiterkommen, sondern Sie werden natürlich auch abgesichert. Das ist eine Lebensversicherung. Professor Dr. Groupon, zeigen Sie doch mal, wie sieht denn dieser Handschuh auf der kleineren Hand aus? Auf meiner bitte. Zum Beispiel. Bitte? Ja, also bitte rufen Sie an, rufen Sie, wenn Sie eine Frage haben, gell? Rufen Sie auch einfach an. Rufen Sie an. Schauen Sie. Und das steht ihr ja auch noch. Oh, natürlich, die wow. Kleidung, die auch so also das wunderbar. Ist ja, ein anpassungsfähiges Material. Es passt auf Ihre Hand, auf meine Hand. Es passt sich der jeweiligen Größe an. Ja. Und das ist, weil das ganz bestimmte Faser sind, die da eingewebt sind. Das ist, und das Beste ist ja, das ist ja wissenschaftlich geprüft. Das ist die Varioflex-Technologie, nicht wahr? Das ist die Varioflex-Technologie. Daher passt sich das. Ja, natürlich, jetzt macht alles wieder Sinn. Das ist die Varioflex-Technologie. Daher passt sich das auch auf jede Handgröße an. Meine liebe Zuschauer, ja bitte. ZuschauerInnen, alle Chaoswesen, rufe sie an, biete sie für die Handschuhe. Ja? Das ist 0221 59 619 74 67. Ja? Rufen Sie an und biete sie auf diese Handschuhe. Wenn eine Frage ist, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Bitte, Karin. Und ich wollte noch mal daran erinnern, also Sie tun ja nicht nur sich selber was Gutes. Denken Sie auch an die Erlöse, die heute gespendet werden. Alle Produkte, die wir heute verkaufen. 25% geht an die MS Stubnitz. 25% geht ans Gängeviertel. Und 50% geht an netzpolitik.org. Ja, das wird gespendet. Also je mehr Sie bieten, und ich meine das Produkt, was ist der wohl wert? Ja, also wenn das ist die neueste Technologie. Sie brauchen keine Lebensversicherung, Sie müssen schnell vorwärts kommen, Sie brauchen kein schnelles Auto, Sie brauchen diese Handschuhe. Professor Dr. Groupon, also wenn ich mir den Handschuh jetzt nochmal richtig angucke, das ist doch nicht nur vergoldet, das ist doch sogar richtiges Gold, oder? Das ist richtig, sonst würde es ja gar nicht funktionieren, das leitet, das ist Schmuck. Das ist 925er Gold, ja? So, ein anderes Gold, wenn das irgendeine Legierung oder sowas wäre, dann würde es ja gar nicht funktionieren. Das ist wirklich hochwertiges Material. Das ist nämlich hochwertiges Material. Es gibt keinen Grund, nicht anzurufen. Schlagen Sie jetzt zu. Eine einmalige Chance. So, ich sehe gerade, wir haben auch unser erstes Gebot. Und zwar 10 Euro. Wunderbar. Liebe Zuschauer, 10 Euro, das ist einfach nur ein Anfangsgebot. Da geht doch noch was. Ich sag mal so, das, was der Handschuh in der Forschung gekostet hat, von den Materialien drin sind, was die Leute über Jahrzehnte daran geforscht haben. Technologie und Know-how, was da drin steckt. Also die Geheimnisse, was sie da reinstecken, ne, da müssen sie die Zahlen mal angucken. Ja, das geht in die Millionenbeträge. Das müssen sie sich vorstellen. Ja, das ist wirklich, ich meine, das ist wissenschaftlich belegt, das ist ein Produkt, wo es normalerweise nicht auf dem Markt Richtig. Ja. Sie sparen damit Zeit. Sie fühlen sich dadurch sicher. Sie können diesen Handschuh zum Beispiel ihren Kindern weitergeben. Dadurch haben auch ihre Kinder ein gutes Gefühl. Sie tun damit
Gutes, also 10 Euro Chaos Community. Da geht noch was. Wenn wir wirklich 3-4 Handschuhe hätten, würde ich sagen, kaufen Sie das für die ganze Familie. Ja. Sie brauchen sich ja keine Gedanken mehr machen. Sie brauchen sich ja nicht mehr denken, hier, oh, kommt der kleine Lukas nach Hause oder nicht, dann hat er den Handschuh, er hat ja den Handschuh dabei. Aber nicht mehr Sorgen machen. Nur der eine Handschuh. Und eine ist aber besser als keine. Eine ist immer besser als keine. So, und Sie sind absolut sicher. Und überlege Sie mal, gucke Sie nach den Fakten, nach den Zahlen. Was haben Sie in den letzten Monaten, in den letzten Jahren an Krankenkasse bezahlt, Lebensversicherung bezahlt? Ja. So, an Autoversicherung bezahlt. Aber diese Sie brauchen nicht die Versicherung. Kosten brauchen Sie nicht mehr. Sie brauchen diesen Handschuh. Ja, also in Gottes Namen bimmeln Sie durch. Ja, rufen Sie an. Unter 0221 59 619 7467. Die Leitungen sind frei. Wir warten auf Sie. Rufen Sie jetzt an. Wenn Sie eine Frage haben, gerne beantworten wir Ihnen auch die Frage. Gell? Genau. So. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Rufen Sie gerne an. Wenn man mag zum Beispiel, ich bin jetzt nur, weiß Gott, kein Modeexperte, aber wenn Sie gucken, Sie können sie auch irgendwie gut kombinieren später zum Beispiel mit dem Rostnagellack. In den nächsten Tagen haben wir noch ganz viele kosmetische Artikel. Und da können Sie ja auch die Nägel mit färben. Moment. Ne? Ich kriege gerade wieder Info von der Regie. Es liegt etwas vor der Tür. Moment. Ein Kombiprodukt nämlich. Ah ja. Schau mal. Die Tastatur. Ah, das ist natürlich eine weitere, das ist eigentlich ein toller Nebeneffekt eigentlich, könnte man sagen, zu den ganzen anderen Vorteilen, die das Produkt auch noch hat. Professor Dr. Dr. Coupon, Sie haben doch gesagt, bevor die Leitungen zusammengebrochen sind, dass man mit dieser Hand super schnell arbeiten kann. Diese Hand verrichtet Tätigkeiten viel, viel schneller als im normalen Tempo. Sie müssen sich vorstellen, es ist gesetzlich verboten. Es ist gesetzlich verboten, dass es zwei Handschuhe an beide Hände sind, weil das außer Konkurrenz ist. Das ist wie das Gesetz von Zusammenschlüsse, ja, so. Dass da ein Monopol entstehen könnte, weil sie so schnell damit schreiben können. Das ist unglaublich. Achtung, ne? Achtung, so. Professor Dr. Dr. Groupon führt es Ihnen jetzt vor. So, ich schalte den einmal an. Anschalte nicht vergesse, gell? und ich mache nichts. Ich mache nichts, ja, und ich schreibe einfach. Trotzdem sofort, was ich denke. Wow. Das ist ja irre, ne? Sie sehen es jetzt, aber das geht ja rasant, ne? Also ich kann das natürlich mit Ihren Gedanken steuern, Sie jetzt immer, wo ich das ausschalte, ne? Hört natürlich auf. Die brauchen keine Angst haben, dass es irgendwie weitergeht oder so. So, aber ne, schalte ich immer so. Aber das geht halt rasant. Sie sind halt super schnell, Sie sind auch viel schneller. Sie können mit der linken Hand, können Sie was ganz anderes machen. Mit der linken Hand, oh, ich sehe, es kommen neue Gebote rein, ne? Genau. Was haben wir da? 999 Euro, ja? Das ist der Preis, ja? Das ist verantwortlich, ja? Die Telefonnummer ...144 am Schluss... Richtig. ...hat 999 Euro geboten. Das ist natürlich noch nichts, jetzt ist das, das ist natürlich noch haben nichts für so einen Handschuh. Haben wir den Anrufer noch in der Leitung, Regie? Das ist natürlich... Nein. Das ist natürlich nichts, ich meine... Das ist aber auch 1.000 Mark und 1.000 Euro, das ist ja nichts, gell? Der hat sich so erschrocken wahrscheinlich. Der hat vor 32 Euro, aber das ist ein Gebot. Aktuelles Gebot liegt bei 32 Euro. Ne, für so einen Handschuh, das ist doch... Ich meine, und da ist sie nicht friert. Da kommt was rein, bitte. Entweder ist es das letzte Gebot oder ist es eine Frage. Ich bin gespannt. Gell? Hallo, hier bei C3 Teleshop im Studio. Wer sind Sie und von wo rufen Sie an? Guten Tag, ich bin Günther, ich komme aus München, aber ich kann auch Hochdeutsch. Die Frage ist, das Gerät, ist das eigentlich vegan oder ist das Leder? Ah ja, vielen Dank Günther für die Frage, das gebe ich doch an unseren Experten weiter. Also, Professor Dr. Dr. Gupo, haben Sie die Frage gehört oder habe ich die nun gehört? Ich habe die Frage Sie auch haben gehört. Die Frage gehört. Also, das ist kein Leder, das ist ganz spezielles Gummi, das ist alles ohne tierische Produkte. Das ist also völlig vegan. Ja? Das wäre auch, gerade für so ein modernes Gerät, ist es ja gar nicht mehr passabel, wenn das irgendwie mit tierischen Produkten vermengt wäre. Also das ist kein Leder. Mhm. Das kann ich dir so sagen. Günther, Frage beantwortet? Ja, fast. Aber hält das dann auch lange? Weil Leder hält ja lange. Na, das hält natürlich noch länger als Leder. Das ist ja unsere Varoflex-Technologie. Richtig. Ah, Flex-Technologie. Ja. Das hält noch besser als Leder. Das haben wir extra speziell für Sie entwickelt, für unsere Zuschauer. Ah, das ist interessant.
Günther, gibt es weitere Fragen? Ja, ich muss mal Simone fragen. Die sitzt im Hintergrund und fragt immer nach, ob das jetzt Leder oder vegan ist. Ja. Natürlich nicht vegan. Also ja, natürlich vegan. Es ist vegan, bitte. Es ist die Varroflex-Technologie, die vollkommen vegan ist. Simone, das ist Flex-Technologie. Danke, das ist super. Frage beantwortet? Ja, ich muss fragen, ob ich darf. Bist du noch dran? Ja. Günther, möchtest du hier zuschlagen? Ja, sonst rufst du einfach nochmal an, Günther, und bietest mal. Also bei 32 ist kein Preis, ne? Und das ist vegan. Das ist top. Ja, der ist nicht dran. So, Günther hat aufgelegt, weil er will ja super schnell nochmal neu anrufen und bieten. Und von der Regie kommt gerade rein. Es sind noch 5 Minuten. Mhm. Also wir haben noch 5 Minuten so. Ich meine, in 5 Minuten könnte ich mit dem Handschuh, ja, also einen Roman schreiben, eine ganze Reihe, da könnte ich jetzt Harry Potter schreiben. Ja, was, müssen Sie sich vorstellen. Allem, für normale Leute sind es bei uns 5 Sekunden. Ich habe die Geschichte schon vorhin erzählt. Ja, mein Vater ist ziemlich persönlich. Ja, mein Vater, der war Handelsvertreter für Medizinprodukte. Und ein guter Kerl, so. Aber immer in diesem Stau, gerade in die große Städte, und hätte er den Handschuh gehabt. Das ist ja Lebensqualität, die man geschenkt bekommt. Da muss man der Erste sein. So, ne? Das Höchstgebot liegt gerade bei 32 Euro. Bei 32 Euro. Ich meine für einen guten Zweck. Mensch, genau. Das ist doch nicht nur, das ist doch für gutes. Und was Sie, 32 Euro haben Sie sofort wieder drin. Nur noch 4 Minuten. Sie haben nur noch 4 Minuten Zeit. Rufen Sie jetzt an, greifen Sie jetzt zu. Ein einmaliges Angebot. Exklusiv ein Handschuh, den es nur einmal auf dieser Welt so gibt. Sie sparen Zeit, Sie sparen Kosten. Oh, was, also dieses Produkt haut mich richtig um. Und, ja, und es ist sogar noch mit echtem Gold. Und das ist ja was mit dem echten Gold und auch mit der veganen Verarbeitung. Das ist ja etwas mit der neuen Technologie, was die da oben, ja, das wollen die ja geheim halten, dass es sowas überhaupt gäbe. Ja? So. Und wir haben es aber exklusiv für Sie hier. Und es kommt ein neues Gebot rein. 33 Euro. 33 ein Euro. Mehr ist, sehr gut. Ist natürlich super. So. Ja, natürlich super. Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt sagt, Karin, ich brauche es jetzt doch nicht, ich fühle mich sicher. Und ich fahre gar nicht mit dem Auto. Mhm. Ne? Ich meine, zu Fuß kann ich auch quer über die Straße gehen zum Beispiel oder so. Ach. Und dann, ne, meinetwegen. Einfach aber dann, nur über die Straße gehen. Kann ich den doch wieder verkaufen auch so. Ja, aber wenn du über die Straße gehst, wie viele Unfälle können einfach so passieren, indem du über die Straße gehst? Durch diesen Handschuh. Stell dir mal vor, da kommt ein Auto. Du denkst so, ach du Schande, jetzt bin ich dran. Aktivierst du den Handschuh? Und das Auto hält natürlich an, ja. Das Auto hält natürlich an, das müssen Sie wissen. Das ist doch mehr als 33 Euro wert. Das ist ein Wahnsinn. Was es an technische Möglichkeiten hat, so ganz zu schweigen von, das ist natürlich auch, das kann Klavierspiele beibringen. Ja, das kann Klavier, Sie drücken auf den Knopf, Ihre Kinder zum Beispiel, normalerweise müssen Sie den Klavierlehrer bezahlen, jede Woche da irgendwie 50 Mark kriegt er die Stunde. Ja? So, und Sie nehmen den kleinen Lukas, schenken Sie dann vorübergehend den Handschuh für das Klavierlernen, eine halbe Stunde am Tag und der hat auch Spaß dran, das geht ja direkt automatisch und irgendwann geht es in Fleisch und Blut über und schon so ist das der neue Mozart, gell? Bitte beeilen Sie sich, nur noch 2 Minuten, der Buzzer ist aktiviert. Apropos Klavier lernen. Also ein Klavier haben wir auch noch in unserem Angebot. Genau. Heute ist der 1. von 4 Tagen. Bleiben Sie dran. Vielleicht ein Klavier haben wir auch noch im Angebot. In Kombination. Genau. Ist das vorausschauend gedacht. Ja, also bestellen Zeit und Geld gespart. Ja, super. Ja, ich meine, Herrgott, rufe sie an. Das Höchstgebot liegt bei 33 Euro. Bin sie durch. Bleibt es dabei? Nein. Rufen Sie an. Seien Sie schnell. Greifen Sie zu. Greifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Greifen Sie zu und gönnen Sie sich den Handschuh. Das ist doch nichts, 33 Euro, das ist doch für so einen Handschuh. Kaufe ich mir im Laden einen Handschuh, der nur weil der warm hält, aber was der noch zusätzlich kann. Okay, das Telefon klingelt, ich bin gespannt. Herzlich willkommen hier im C3-Studio. Wen habe ich dran? Ja, schönen guten Abend, hier ist die Irmgard aus Sigmaringen. Ich wollte doch mal wissen, ob man den Handschuh
noch einmal mit der Tastatur zeigen könnte, wie das funktioniert. Das konnte ich vorhin nicht so gut sehen. Super, Imgard. Vielen Dank für den Anruf. Wir demonstrieren noch ein letztes Mal. Bitte, Professor Dr. Dr. Gruppon. In der letzten Minute. So, ne? Also ich kann das mal kurz zeigen. Hier ist off, on. Und man schaltet das natürlich auf on, damit es funktioniert. Und dann drücke ich hier auf und für die Zeit. Jetzt geht's los. Wow! Wir haben ein neues Höchstgebot von 36 Euro. So, und dann nicht vergessen auszuschalten, sonst haben Sie viel zu viel in E-Mail geschrieben zum Beispiel, ja? Die letzte Minute. Das ist Wahnsinn. Das ist 36 Euro ist das derzeitige Höchstgebot. 36 Euro, also biete Sie noch 10 Euro, aber logge. Also, wenn das hier, fange ich aber an zu weinen. Wenn das mein alter Herr wüsste. 36 Euro, also 36 Euro, das deckt ja nicht mal die Materialkosten. Was für Technologie und Know-how in diesem Handschuh drinsteckt. Sie werden sich schwarz und blau und grün ärgern, wenn Sie jetzt nicht zuschlagen. In 20 Jahren kommt es auf den Markt, aber für 1.000 Euro. Ja, genau. So, und dann haben Sie das schon. Sie müssen doch fortschrittlich denken. Für 1.000 Euro wieder. Und was Sie an Klavierkosten spare, ja? So, für die Lehrer. So, das müssen Sie, so. Sind wir durch? Ist es noch eine Frage? Oder ist es die der werden Höchstbieten? Sehen, ich bin gespannt. Mal, gell? Herzlich willkommen hier im C3. Höchstbieten. Hallo, herzlich willkommen hier im C3 Teleshop. Wen habe ich da und von wo rufen Sie an? Hi, ich bin Jules und ich komme aus Hannover. Hallo Jules, du hast dich also für den Magic Handschuh entschieden für 36 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Was hast du damit vor? Meine Freunde beeindrucken. Ah, das haben wir gar nicht erwähnt. Das ist natürlich auch ein super Grund, Jules. Richtig. Toll, ja. Sehr schön. Hast du noch Fragen zu dem Produkt? Ich hoffe, er ist vegan. Ja, ist er. Er ist definitiv vegan. So, ja. Und ich freue mich. Wir freuen uns auch. Wir freuen uns auch mit dir. Sehr schön, dass du durchgebimmelt hast. Vielen Dank. Viel Spaß mit deinem Produkt. Bleib in der Leitung. Jetzt gibt's die Zahlabwicklung. Hast du noch Fragen dazu? Nein, alles in Ordnung. Du bist gerade so amüsiert. Bist du alleine oder hast du gerade Freunde da? Ich sitze hier mit den vier Freunden, die natürlich total corona-konform mit mir sitzen. Wir gucken den Teleshop und sie lachen sich gerade vor Lachen vom Stuhl. Sehr schön. Wenn du jetzt schon mal die Chance hast, dann grüß doch deine Freunde. Ich grüße meine Freunde. Ich grüße Yannick, dessen Pseudo-Freundin Anneke und Terrence. Der heute mein Alibi-Freund ist, falls die Polizei kommt. Da freuen wir uns. Wir freuen uns mit dir mit. Vielen, vielen Hannover, Dank gell? Fürs Anrufen und denkt dran, die Erlöse gehen für einen guten Zweck, die werden weitergeleitet. Vielen Dank. Darum habe ich geboten. Super, vielen Dank. Gut, bleib in der Leitung. Jetzt gibt's noch zur Zahlabwicklung. Tschüss. Ja. So, der Spaß, ja. Also, 36 Euro. Absolute Schnäpse. Okay. Und dieser tolle Handschuh geht jetzt zu Jules nach Hannover. Und wir machen gleich mit dem nächsten Produkt weiter. Wir machen einen kurzen Break für eine Minute. Und es geht gleich weiter mit unserer Perücke Antoinette und unserem Experten Radolf Raffgier von Schleich. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei C3 Teleshop, dem Teleshopping-Sender Ihres Vertrauens. Weiter geht's mit unserem nächsten Produkt, Perücke Antoinette. Diesmal unschlagbar, sogar zweimal. Einmal die normale Variante, da wird sie präsentiert auf unserem Drehteller und hier bei dieser Perücke haben wir noch eine kleine Überraschung für Sie, was die so Besonderes kann. Aber zuerst begrüße ich meinen nächsten Experten, Beauty Queen und Modezar, Radolf Raffgier von Schleich. Herzlich willkommen. Karin. Radolf. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass Hallo. Du da bist.
So, ich habe unseren Zuschauern gerade schon erklärt, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, unsere Chaos-Community, dass wir ausnahmsweise exklusiv zwei Perücken Antoinette haben. Wir haben dort einmal den normalen Artikel. Und hier haben wir etwas ganz Besonderes. Achtung! Eine Perücke, die blinkt. Wo gibt's denn sowas bitte? Eine Perücke, die blinkt. Das muss ich Ihnen demonstrieren. Oh. Also das sieht nicht nur gut aus, das fühlt sich auch gut an. Und sag mal, Radolf, wie sieht dieses Blinken aus? Wie sehe ich damit aus mit dem Blinken? Karin, das ist fantastisch. Hm. Das sieht ganz grazil aus. Das ist wirklich extravagant. Ja, das ist einzigartig. Liebe Community, also ich mag nichts mehr als unnütze Gegenstände. Und deswegen liebe ich Gegenstände, die multifunktional nutzbar sind. Und diese Perücke, ich habe ein ähnliches Modell zu Hause. Radolf, weißt du, was ich damit mache? Ich finde das viel zu schade, das nur als Perücke zu nutzen. Ich bin ganz umweltbewusst, ne, und auch nachhaltig. Und ich habe eines Tages festgestellt, dass ich keinen Staubwedel habe. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe einfach einen Stock genommen, ranmutiert und plötzlich hatte ich eine Perücke und Staubwedel im einen. Ist das nicht genial? Also das hat doch jede Hausfrau, das haut jede Putzfrau von den Socken, das haut doch jeden Hausmeister. Grüße an Hausmeister Kittel, der morgen in der Sendung ist bei uns. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, geht natürlich nur mit Echthaar. Ne? Das sieht man doch. Dass man dieses Vorzugliche benutzen kann, für egal ob sie auf eine Glamour-Party zum Beispiel gehen oder auf eine Tupper-Party oder auch mal. Schauen Sie sich diesen Glanz an, wie das glänzt. Ja, das ist immer stilvoll. Oh. Ich würde sagen, es ist nicht nur eine Frage von was man im Alltag benutzen kann, sondern es ist immer, egal wo Sie sind und egal für was Sie es gebrauchen, es ist eine Frage von Eleganz. Eleganz. Eleganz kann man normalerweise nicht kaufen, außer hier und heute bei uns die einmalige Chance, doppelt zuzuschlagen, sage ich. Partnerlook. Wie viele Pärchen gibt's, die Partnerlook mögen? Ja, meistens hat man aber nur eine Perücke. Wir haben heute für Sie zwei. Wie genial ist das denn bitte? Und schauen Sie mal, in dieser Perücke auf dem Drehteller haben wir sogar kleine Strasssteinchen für Sie eingebaut. Also, Sie dürfen es gerne berühren. Ja, das ist ein Gefühl, Sie müssen dieses Gefühl erleben. Ja, Sie müssen es, das bekommen Sie nicht. Das ist, man trägt so etwas in Paris, in London, Milano, Madrid, Paderborn, New York, Düsseldorf. Ja, das sind große Städte. Ja, Radolf, unser Startgebot liegt bei 1 Euro. Ja, das ist. Und 1 Euro wurde auch schon geboten. Also bei mir, zum Beispiel, wenn ich es in den Laden nehmen würde, in einen meiner Läden nehmen würde, in die Boutiquen. Also ich würde so eine Perücke und zwei zusammen nicht unter 500, 700 Euro verkaufen. Richtig, das ist der normale Preis. Mittlerweile wurde schon auf 3 weitergeboten. Da geht doch mehr, liebe Zuschauer. Chaos Community, jetzt zuschlagen, dabei sein. Einmalige Chance. Also rufen Sie an. Unter 0221 59 619 7467. Ein einmaliges Angebot. Schlagen Sie zu, da geht doch mehr als 3 Euro. Radolf, du merkst, ich bin außer Rand und Band. Ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen. So, ich schweige jetzt. Jetzt ist deine Show, dein Moment. Also Sie machen überall damit eine fantastische Figur. Ja? Das ist eine Frage von Fühlen. Wenn Sie schon diesen Duft in der Nase haben, können Sie sich vorstellen, wie Sie damit auf eine Dinnerparty zum Beispiel kommen und Sie bewundert werden. Scheinen Sie. Wir alle Menschen sind schön. Aber ein bisschen schöner? Noch ein bisschen schöner? Sie kommen auf einen Ball vielleicht, auf eine Party? Oder ist es auch nur mal, wenn man mag? Es ist doch auch, um mal abends einfach mal auszugehen.
Es ist nicht mein Metier, aber auch mal in eine Kneipe oder ein ähnliches Etablissement zu besuchen. Es kleidet sie doch wunderbar. An allein alle Kreaturen, man, die gerade zuschauen, doch, rufen sie ein, an. Bieten ein Gefühl, sie. Das ist... Bitte, Sie kommen. Zwei. Ich sage Ihnen als Preis von einem. Das können Sie sich doch nicht entgehen lassen. Also beide zusammen. Ich sage Ihnen, Sie bekommen so etwas normalerweise nicht unter. Ich beide zusammen normalerweise nicht. Sie müssen nach Paris fliegen und dann in eine dieser Boutiquen gehen. Und 1500 Euro sind für echt Haar. Sie müssen das fühlen. Das ist ein Gefühl, ja. Radolf. Ich höre gerade von der Regie, also, wenn jetzt hier innerhalb der nächsten 2 Minuten jemand noch auf 5 Euro erhöht, gibt es noch ein kleines Goodie obendrauf. 5 Euro. 2 Perücken und ein Goodie obendrauf. Also, ich würde ja anrufen, würde ich diese Sendung moderieren. Also, eigentlich muss ich sagen, da kommen mir ein bisschen die Tränen bei. 5 Euro, das ist ja, das 2 Perücken dieser Qualität. So und dann auch noch für einen guten Zweck. Ja, ja. Stimmt. Danke, so, Radolf, dass du es nochmal erwähnst. Ich meine, gerade wir, die, auch die Experten und viele Menschen spenden auch in dieser weihnachtlichen Zeit ja an große Hilfsorganisationen. Gespannt? C3 Teleshop, herzlich willkommen im Studio. Mit wem spreche ich und von wo rufst du an? Hi, Hedwig hier aus Berlin. Hallo. Hi, ich hatte so Fragen zu der Perücke. Das Blinken, ist das irgendwie konfigurierbar? Hatte da, also gibt es noch Details dazu, wie man das Blinklicht manipulieren kann? Kleinen Moment, das finden wir doch raus. Ich reiche dich zu meinem Kollegen Radolf Rafke von Schleich rüber, während ich das rausfinde. Mein Lieber, also das Blinken könntest du konfigurieren, wenn du zum Beispiel kleine, wie man so für Scheinwerfer auch, für so kleine Blättchen, Farbblättchen drauflegst, dann könntest du noch die Farbe beispielsweise variieren. Ja? Das aber, ist natürlich eine gute Idee. Ne? Aber jetzt die Frequenz. Ja, also, diese Frequenz, es unterscheidet sich nur ganz minimal, aber ich sehe da einen Unterschied. Also es gibt einmal diese Frequenz, ja. Dann gibt es hier ein kleines Rädchen und wenn man das doller aufdreht, dann blinkt es minimal schneller. Also da muss man wirklich ein präzises Auge für haben. Und ich sehe gerade mittlerweile, das Höchstgebot ist bei 23 Euro. Also ich würde sagen, also wenn müsstest, also es ist wirklich minimal. Mhm. Also ich glaube, du kannst farblich was machen, aber an der Blinkfrequenz kannst du kaum einen Hauch. Es sei denn, du kennst dich gut mit Technik. Ja, das ist ja nicht so relevant. Also wie genau man die Frequenz jetzt verändern kann, ist dann halt Glückssache, ist ja bei anderen Produkten auch so. Richtig, aber genau. Hauptsache, sie ist jetzt, also ist ja schon ein Feature. Ja, genau, das ist auf jeden Fall ein Feature, dass man da auch man kann natürlich quasi wie ein Chamäleon, sage ich mal, auch ein bisschen seine Stimmung ausdrücken. Ja. Top. Mein Lieber, ist deine Frage beantwortet oder hast du noch eine Frage? Nee, ich muss mich beeilen, weil ich schon Gebot abgeben kann, weil man hat mir gesagt, man muss dann nochmal neu reinwählen. Richtig. Um ein Gebot abgeben zu können. Deswegen muss ich jetzt in die Leitung, bevor es zu teuer wird. Weil alles gut. Ich bin ein richtiger Schnapper. Sehr schön. Ich freue mich, dich an der Strippe gehabt zu haben, mein Lieber. Mach's gut. Grüße nach Berlin. Tschüss. Ciao. So, und mittlerweile hat uns die Regie auch das kleine Goodie mit reingebracht. Und zwar ist es diese Mütze, die perfekt auf die Größe der Perücke angepasst ist. Und die Perücke ist nicht nur flauschig und ein Hingucker, sondern auch gleichzeitig mit Mütze. Gerade für diesen kalten Wintermonate braucht man doch noch was Warmes auf dem Kopf. Vielen Definitiv. Dank, Regie, für das Goodie. Also man braucht nicht nur etwas Warmes auf dem Kopf, man möchte natürlich auch schick aussehen und man möchte wirklich auch was hermachen, denke ich. Ich meine, die meisten jungen Menschen heute auf der Straße unter uns gesagt, meine liebe Karin, laufen ja rum wie Cordon Bleu. So. Und ja, es ist ja so. Und mit dieser Brücke sehen sie ja, egal auf welche Veranstaltung und auch wenn sie nur zum Einkauf oder zum Friseur möchten. Das ist einfach
Es ist eine Frage. Chaos Community. Nur noch 5 Minuten. Couture. Jetzt. Zugreifen. 2 Perücken. Mütze obendrauf. Das ist, das kommt direkt aus Paris für Sie nach Hause. Das werden Sie bereuen, wenn Sie jetzt nicht zuhauen. Meine Güte. Wenn Sie es fühlen könnten, liebe ZuschauerInnen, wenn Sie es fühlen könnten, wie seidig glatt. Und dieser Glanz. Herrlich. Und dieser Duft, der das gleich, diese Atmosphäre, diese Locken verströmen, sind natürlich etwas ganz Besonderes. Ja. 23 Euro Höchstgebot. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Denken Sie doch auch daran, dass es nicht nur als Perücke nutzbar ist, sondern auch als Staubwedel. Einfach auf einem Stock montiert und ratzefatze ist die ganze Bude sauber. Ein Staubwedel dieser Qualität, ja. Ein Staubwedel dieser, was, ich sag mal, das Benutzen, wenn ich zu Gast sein durfte bei Heidi Klum oder Johnny Depp. Sie meinen wohl Heidi Klum. Die benutzen das als Staubwedel. Ja? Da, und das ist natürlich, da die fühlt man sich natürlich, man benutzt etwas. Ja. Ja, das ist einfach ein Gefühl, das ist eine Frage von Erhaltung. Ja, das ist eine Frage von Radolf, ich habe die Idee. Meine Liebe. Während du zu Hause putzt, mit dieser einen Perücke, hast du die andere Perücke auf. Von oben bis unten. Hilfe, so habe ich noch nie geputzt. Ja, oh, herrlich. Ich wäre nicht drauf gekommen. Oh mein Gott, ich bin ja ganz... Also da muss man ja erstmal drauf kommen. Da macht man quasi... Die eigene Wohnung zum Laufen. Da läuft doch jede Spinne läuft doch freiwillig hier rein. Da kommen ja gar keine Spinnenweben mehr, weil jede Spinne freiwillig hier reinläuft. Es ist. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Und ich glaube, wir sind jetzt bei einem Preis. Ich weiß nicht. Da kommt noch ein Anruf rein. Ich hoffe, ich muss mich erstmal beruhigen. Ich muss mich erstmal beruhigen. So. Hallo, hier im Studio bei C3 Teleshop. Wen habe ich dran und woher rufst du an? Ja, guten Tag, hier ist Frank, ich rufe aus dem Pott an und wollte mal fragen, wie sieht das denn so aus, wenn 2 Leute nebeneinander diese Perücken aufhaben? Ihr habt dafür zwar schon Werbung gemacht, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich würde da also so ein bisschen bildliche Illustration wäre, glaube ich, ganz... Aha, okay, also wir haben noch 3 Minuten Zeit. Ich denke, das kriegen wir hin, innerhalb von 3 Minuten einmal beide Perücken aufzusetzen. Okay. Wir tun das gerne für dich. Vielen Dank für deinen Anruf. Sei gespannt und bleib dran. Ich leg schon mal auf, damit die Leitung für dich frei ist, damit du gleich anrufen kannst. Ne? Das klingt. Dankeschön. Danke auch. Gut. Also ich bin schon vertraut mit diesem hier, mit dieser Perücke. Dann, meine Liebe, machst du bitte kurz meinen. Ich halte sie. Ja? Was das, Radolf was mir alles macht für unsere Zuschauer. Strömt hier für einen Duft. Huch. Das ist ja Wahnsinn. So. Ja. Also, die Uhr tickt. Da ist natürlich noch der die Halter Uhr tickt, drauf. Wir müssen uns beeilen. Immer noch 23 Euro, liebe Zuschauer, immer auch Community. Immer schonend aufbewahren. Gerade so etwas... Voilà. Also, voilà. Ich also, sagen, wir zwei sehen Madame, Monsieur, Signora, Signore. Wie aus dem Laufsteg von Milano entflohen. Also, so können Sie sehen, so sieht es aus. Ja, jetzt ist natürlich immer die Frage, wer hat das Blinklicht auf? Ich natürlich. Das, richtig. Liebe Zuschauer, rufen Sie an 0221-59-619-7476. Nur noch 2 Minuten, 2 Minuten, 2 Perücken zum Preis von einem. Höchstgebot gerade bei 23 Euro. Und die Wintermünze gibt es mit on top. Rufen Sie an, schlagen Sie zu, ein einmaliger Preis. Rufen Sie an, auch diese Mütze, ein Gefühl. Ich wusste das ja gar nicht, dass auch diese Mütze jetzt hier mit versteigert ist. Ja, das erst einmal ist unsere Überraschung. Ein wunderbarer Kontrast. Ja, das ist wirklich... elegant. Ja, stimmt, du sagst elegant. Es. Das ist also ein Kontrast. Dieses matte Schwarz, aber mit diesem wunderschönen, glänzenden Goldblond. Und die Regie blendet ein. Nur noch 1 Minute. Also, liebe Zuschauer, Community, Kreaturen, alle, die Sie zuschauen, rufen Sie jetzt an. Also, da müsste eigentlich
eigentlich müsste nicht 23 Euro dort stehen, sondern ja, mit zwei Nullen 2.300 Euro. Richtig, so sehe ich das wirklich auch. Wirklich, so würde ich das... Also ein Schnapper, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Nur weil das hier ein Teleshopping-Kanal ist. Wo ist denn der Frank gerade, der angerufen hat? 23 Euro, guck mal, der kleine Schlingel ruft erst an, lässt uns die Perücken anziehen und bietet dann nicht. Na, der soll mich hier nochmal anrufen. Lieber Frank, ruf doch nochmal an. Wir warten auf deinen Anruf. So, nur noch eine Minute, liebe Zuschauer. Letzte Chance, wirklich allerletzte Chance. Der Buzzer ist aktiviert. Also ich muss wirklich hier die Kontenance wahren, dass ich nicht bei diesem Preis wirklich Tränen auch bekomme in den Augen. Radolf, ich kann dich sehr gut verstehen. Das ist... Allerletzte Chance. Schnell, rufen Sie nochmal an. Schnell, 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 schnell. Das ist eine Qualität. Ja. Das haut mich von den Socken. Los, rufen Sie an, noch eine allerletzte Chance. Die letzte Minute rennt, die ist so schnell verflogen. Nur noch 10 Sekunden. Nur noch 10 Sekunden, okay. Schnell nochmal in die Tasten getippt, gewählt. Und 40 Euro. Genau, 40 Euro. Also wirklich. 40 Euro wären da jetzt zum Minimum noch drin. Ja, und leihen Sie sich das Geld sonst. Genau. Ja. Holen Sie sich aus dem Strumpf die letzten Moneten raus. Es ist doch für einen guten Zweck. Ich würde Ihnen 1.000 Euro leihen. Ja, das ist einfach Geschmack. Da ist es vorbei. Der Buzzer ist aktiviert. Die Leitungen sind geschlossen. Wir nehmen keine neuen Gebote mehr an. So, da müsste doch jetzt eigentlich unser Höchstbietender durchgestellt werden. Ganz genau, da klingelt schon. Das Gebot der Anrufenden beträgt 23. Hallo, hier im C3 Teleshop. Mit wem spreche ich und von wo rufst du an? Hier ist Kantorkel aus Hamburg. Hallo. Hallo. Du hast unsere Perücken Antoinette 2 zum einen Preis von 23 Euro erworben. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Was hast du mit dem Perücken vor? Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Helmersatz. Außerdem wird man damit im Straßenverkehr als Radfahrer bestimmt besser gesehen. Ja. Ja. Die Blinkfunktion. Und das mit Eleganz. Radfahren mit Eleganz und gesehen werden war noch niemals so einfach. Gratulation von mir zu dir. Ein unschlagbarer Preis, mein Lieber. Dankeschön. Super zugeschlagen. Vielen Dank. Bleib noch weiter in der Leitung. Jetzt geht's mit der Redaktion mit der Zahlungsabwicklung weiter. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ja, so schnell kann's gehen. Da einfach einen Schnapper gemacht. Zwei Perücken zum Preis von einem, 23 Euro. Und das Goodie gab's noch oben drauf. Machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Produkt, liebe Regie, oder? Wir machen kurz eine Pause und sind gleich wieder für Sie da. Und ich sage schon mal, womit es weitergeht. Ah, es geht mit unseren Kakteen weiter. Seien Sie gespannt. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei C3 Teleshop, dem Teleshopping-Sender Ihres Vertrauens. Und mein Kollege Arnold ist wieder DJ da. DJ Arnold ist wieder da, um mich zu unterstützen bei unserem nächsten Produkt. Und zwar unsere Kakteen Immergrün. Kakteen. Ah, jetzt verstehe ich den Witz. Kakteen immergrün. Für Sie ein paar Produktdetails. Diese Kakteen, oder fangen wir doch erstmal andersrum. Wir haben am Anfang unserer Sondersendung gesagt, wir haben eine Unikarte hier und es gibt von jedem Produkt nur ein einziges Ding, Stück. Aber hier haben wir schon wieder eine Ausnahme. Wir haben eine Kakteen, ein Kaktus. Ein Kaktus, mehrere Kaktusse. Kaktusse. Wir haben zwei Kaktusse. Sagen wir einfach Kaktusse. Der andere ist natürlich noch original verpackt. Sie kriegen schon wieder zwei zu einem Preis. Das Startgebot liegt wieder bei einem Euro. Und diese Kakteen wurde von... Was ja? Im Moment ein Euro, liebe Karin. Aber wir sind schon direkt bei 3 Euro. Sehr gut. Das ist natürlich nichts, denn... Momentan, gerade in der Krise, in der sich die ganze Welt ja befindet,
kann man ja nicht so einfach verreisen, wie man möchte. Ja, ne? Stimmt. Und irgendwo möchte man sich ja den Urlaub nach Hause holen. Urlaubsfeeling. Schön auf den Laptop aufmachen, an die Anlage anschließen, ein Meeresrauschen. Ja? Wave Mexico zum Beispiel. Ja? Und dann ist man sich ja aber immer noch bewusst, dass man eben im Wohnzimmer sitzt. Weil was fehlt? Die Palmen, die Kakteen. Alle Pflanzen, ja? Die das halt nur im Süden wachsen, wo es warm ist. Ja? Wir wissen es noch nicht, weil wir haben die jetzt gerade erst auf. Vielleicht sind es sogar, wachsen da auch Kaktusfeigen dran. Ja. Ja, vielleicht haben sie noch leckere Früchte davon. Wir wissen es nicht, aber wir können mal zusammenfassen. Also Kakteen sind sowieso sehr, sehr pflegeleicht. Richtig. Und diese Kakteen scheinbar gibt es schon direkt, eine Frage. Also das Produkt scheint direkt anzuschlagen. Nach der ersten Minute, ne, ich freue mich. Herzlich willkommen hier bei C3 Teleshop. Guten Tag, hier ist der Horst. Der Horst. Frage zum Produkt. Ja, Horst, bitte leg los mit deiner Frage. Ich wohne schon sehr lange alleine und sehne mich nach Zärtlichkeit. Ich frage mich, ist das ein guter Weg, Begleiter für mich? Also, Herr Horst, dieses Produkt ist natürlich, gerade weil es eben ein immergrüner Kaktus ist, der hat keine Ecken, keine Kanten und der sticht nicht. Das ist ja, man kann ihn mit ins Bett nehmen zum Beispiel und kuscheln. Und man kann zum Beispiel, wir haben unten zum Beispiel auch Wasser drin. Man kann natürlich auch ein bisschen warmes Wasser nehmen. Und gleichzeitig piekst er nicht und stachelt nicht. Ja, lieber Horst, du. Ne? Eine Kakteene links, also eine Kakteene rechts. Wirklich. Und los geht die Kuschelparty. Man kann. Ich bin mich sofort überzeugt. Ich möchte bieten. Was ist denn das aktuelle Angebot? Das aktuelle Gebot? 3 Euro. Bei 3 Euro. Ja, da möchte ich aber, das ist so viel wert, da möchte ich 10 bieten. Vielen Dank. Ja, bitte, gut, ruf Horst. An, Horst. Ja, wir freuen uns. Danke vielen für deine Dank, Frage. Horst. Vielen Dank. Auf Wiedersehen dann. Auf Wiederhören. Tschüss, tschüss. So, also wirklich eine tolle Frage. Also man kann natürlich auch zu diesen Pflanzen eine Beziehung aufbauen. Der hat nicht lang gefackelt, der hat die gesehen, gleich angerufen, Frage gestellt, wurde überzeugt. So macht das doch Spaß, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Und so, Arnold. Und das sind ja Pflanzen, die einen wirklich ein Leben lang begleiten können. Guck mal. Diese Pflanzen können ja über 100 Jahre alt werden. Es wird so praktisch geliefert. Das ist die Originalverpackung. Genau. Und Arnold, du musst jetzt einmal demonstrieren für unsere Zuschauer, wie einfach das doch ist, diese Kakteen aufzublasen. Sehr gern. Also erstmal hier unten können Sie am besten, zum Beispiel, wir haben jetzt Wasser genommen, damit die Kaktee wirklich richtig gut steht. Man kann auch Sand nehmen oder zum Beispiel Erde. Kies, wie man mag. Man nehme, wenn man hat. Und wir pusten das jetzt aber auch, den unteren Teil pusten wir jetzt einmal auf. Karin, soll ich den unteren Teil einmal aufpusten? Ja, bitte, Arnold, darum bitte ich dich. So. Also während Arnold da am Pusten ist, erzähle ich Ihnen noch ein paar Fakten. Diese Pflanze wurde speziell entwickelt für alle Leute, die eben keinen grünen Daumen haben. Unsere Pflanze braucht kein Wasser, sie braucht keine Sonne, sie braucht keine Luft. Nur die Luft, die sie zum Aufblasen brauchen, mehr nicht. Einfacher geht's nicht. Sie können es wie Horst machen, entweder mit 2 Kakteen gleichzeitig kuscheln oder aber Sie können sich diese Kakteen auch zum Beispiel in Ihre Einfahrt stellen. Das hebt natürlich den Wert Ihres Hauses noch einmal, wenn also so 2 Kakteen einfach, links und rechts der Einfahrt stehen. Arnold, gibt es technische Probleme? Nee, ist ganz einfach. Es ist wirklich diese Kakteen. Also man muss nur das auseinanderfalten, richtig? Ne? Man muss da die... Soll ich Hausmeister Kittel dazu holen? So, oder die... wird das noch Nein, was? Nein, ich schaff das. Danke, Karin, danke, ich schaff das. Okay. Rufen Sie jetzt an unter 0221 59619 7467 oder im Eventnetz unter 7467 wählen Sie einfach Shop. Stellen Sie uns auch gerne weitere Fragen. Rufen Sie an oder auch weitere Fragen auf Twitter. Wir freuen uns. Ach, unser Arnold, der kleine Scherzkeks. Jetzt Arnold. Ist die Luft aber fast wieder raus, Karin. Die ich da gerade reingebe. Und das hat ja auch mehrere Löcher. Du kannst jetzt ja mal an der anderen Seite auch mal probieren. Geht das denn das schneller? Ja, ne? Weil so wie viel Zeit haben wir denn noch, Regie? Nicht, dass wir das jetzt so... Also müssen wir das jetzt...
Weil das geht ja tatsächlich nicht. Das ist aber Qualität. Ui, deswegen entweicht die Luft auch nicht so schnell, weil sie auch gar nicht so schnell reinkommt. Also, blasen wir jetzt ins selbe oder in unterschiedliche? Boah, guck mal, ich bin schon fast fertig. So. Sehen Sie? Ach, du hast den Außenring. Ich habe das dicke hier unten, ne? Ja, das könnte ich jetzt auch sagen, einfach Außenring. Rufen Sie jetzt an. Greifen Sie zu, Sie kriegen schon wieder. Was ist ein Schnäppchen? Zwei Kakteen zum Preis von einem. Bei Kakteen. Kakteen. Kaktüsse, Kakteen, Kakteen. Das kann doch nicht gewesen dran. Höchstgebot bei 3 Euro. 3 Euro, also dafür würde ich... Chaos Community. Karin, dann lass mich anrufen. Das ist ein Top-Produkt. Ich würde direkt 10 bieten. Also entweder rufen Sie jetzt an oder ich rufe hier gleich selber an. Das kann ja nicht angehen. 3 Euro. Das ist ja eine Frechheit. Überlegen Sie, was kostet Sie denn bitte einen Flug nach Mexiko? Mhm. Was kostet Sie das? In der Corona-Zeit auch noch. Ja? Ja? Das ist doch auch für alle, wie nennt sich das denn, diese Filme? Die müssen sich das doch auch teilen, Western. Western, für alle Western-Fans. Sie können, zum Nachspielen hier, John Wayne zum Beispiel. Sie können nicht nur ihre Lieblings-Western gucken, sie haben auch gleich das Feeling zu Hause in ihrem Wohnzimmer. Wie können Sie sich das denn entgehen lassen? 3 Euro, ich bitte Sie, das kann's nicht gewesen sein. Rufen Sie jetzt an. Schlagen Sie jetzt zu. Eine einmalige Chance. Arnold, du bist aber auch eine kleine Drama-Queen, oder? Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Na, warte. Das ich helfe dem Arnold jetzt. Und Sie haben noch mal Zeit anzurufen. Ja, also, wenn Sie das... Sie können das auch im Sommer rausstellen. Sie brauchen es nicht gießen. Es kann im Garten stehen. Es ist einfach... Sie haben das Urlaubsfeeling. Ja, ich sehe doch. Es sind 4 Euro jetzt geboten. Das ist natürlich... 4 Euro ist ein guter Anfang, ja? 4 Euro für so 2 Kakteen... Und Sie können damit natürlich auch spielen, mit Ihren Kindern zum Beispiel. Cowboy und Indianer, ja? Sie gehen einfach da, stellen das hin und dann spielen Sie Winnetou und das alles können Sie nachspielen im Garten. Arnold, es ist ja auch handgepäcktauglich, ne? Es ist handgepäcktauglich. Sie Luft könnten raus auch, und schon? Zum Beispiel dann einfach mit, zum Beispiel Ihre Schwester wohnt in der Schweiz und Sie fliegen in die Schweiz, aber Sie haben überhaupt keine Lust auf den Schnee. Ja, Sie wollen einfach das Feeling mitnehmen. Sie nehmen das Feeling einfach mit. Sehr gut, 10 Euro. Bitte. Und das ist ein Anfang. Das ist ein Angebot. Damit können wir arbeiten. Das ist natürlich toll. Also 10 Euro. Ja, hier die 4, 3, 6, 8. Das ist ein gutes Angebot. Das ist schon, geht schon in die richtige Richtung. Genau, also die Nummer müsst, mit der... Liebe Leute, ihr müsst überlegen, 4, 3, was 6, geht ihr normalerweise auf? Genau. Ist Höchstbietender mit 10 Euro. Ruft oder Höchstbietender. 0221... 596-19-7467. Aber da kannte jemand die Nummer schon. Da ist jemand. So. Bitte schön. Herzlich willkommen hier im Studio C3 Tegelshop. Wen habe ich dran? Hallo, hier ist der Herr Müller. Hallo, Herr Müller. Ich wollte fragen, ob es den Kaktus auch in immer rot gibt. Herr Müller, vielen Dank für Ihre Frage. Das gebe ich gerne an Arnold weiter. Ich glaube, der hatte gerade schon eine passende Antwort parat. Richtig, genau. Die Immer-Rot-Kaktus, die sind leider gestern Abend bei der Sendung alle weggegangen. Die waren noch etwas teurer, aber die sind leider für schon alle weg. Wie viel sind die denn weggegangen, Arnold? Die haben wir nur einzeln verkauft und ich glaube, die sind für 60 Euro das Stück weggegangen. Mhm. Ja, aber sind leider alle weg, mein Lieber. Herr Müller, von wo rufen Sie denn eigentlich an? Aus Euskirchen. Euskirchen, ja. Das klingt mir schön. Nicht wie eine warme Gegend. Kann das sein? Ja, das... ist deutsche Wetter, ne? Stellen Sie sich jetzt Kölner mal Wetter. Ihr Wohnzimmer mit diesen Kakteen vor. Da kriegt man doch, also was für ein warmes Ambiente, was für ein Feeling, Urlaubsfeeling kriegt man da. Aber deswegen möchte ich einen roten Kaktus, weil wenn er rot ist, dann wird er wärmer. Also, das ist natürlich, der ist ja ein günstiger Preis hier, ein guter Zweck. Und dann gehen Sie in den nächsten Bastelshop und dann können Sie den auch rot streichen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Nicht mal Bastelshop, ne? Ist nur so. Einen roten Edding hat doch jeder zu Hause. Und schon haben Sie einen Kaktus. Ja, das ist natürlich die einfache Variante, wenn man nicht so viel Geld ausgeben macht. So. Mhm. Ne? Also, es würde auch gehen. Haben wir Sie überzeugt? Ja, ich glaube schon.
Super. Ne? Also 17 Euro ist gerade das Höchstgebot. Ruf nochmal durch, ich biete gerne nochmal mehr. Damit Sie nochmal neu anrufen und bieten können, nicht wahr? Also 17 Euro ist jetzt aber schon, also... Ja. Wir müssen den Edding aber drauflegen. Was möchten Sie? Was drauf? Also du kriegst beide dafür, nicht einer. Sonst ist das zu teuer. Du kriegst beide dafür, nicht einen. Du kriegst beide dafür. Ne? Mhm. So. Das muss klar sein, ja? Das ist auch ein Schnapp. Also, wir machen die Leitung frei für dich. So. Richtig. Also, 20 kannst du noch. So, ne? Da bist du schon dabei. So. 20 Euro ja? Zu spät. Also, du musst jetzt, frei. Du musst zusehen. Das Angebot ist schon bei 20 Euro. Also, ja, so, nicht zugeschlagen, so, so schnell kann es gehen. Ja, also, mein Lieber, jetzt, du musst dich ranhalten, Herr Müller. Ja? Guck mal, Lieber. Guck mal. Die, ja? Arnold, schon wieder, die Nummer 368 am Ende, die will es wissen. Genau, 20 das, aber, Euro. Das ist aber gut, dass es solche Leute gibt, die auch wissen, was sie wollen, weil sie, die Leute wollen Urlaub machen. Wollt ihr Urlaub machen? Wollen sie Urlaub machen? Liebe Chaoswesen, liebe ZuschauerInnen, liebe Damen und Herren, wollt ihr Urlaub machen? Ja, ihr wollt Urlaub machen. Ihr wollt Freiheit euch kaufen und für 20 Euro ein Stückchen geht in den nächsten Kiosk in eurem Viertel, egal wo, und kauft euch ein schönes Desperados. Und kuscheln. Kuscheln, und kuschelt nicht vergessen, mit dem einen und mit dem anderen trinkt ihr das Bierchen. Bitte. Ne? Herzlich willkommen bei C3 Teleshop. Wen habe ich in der Leitung? Den Tim aus Düsseldorf. Hallo. Hallo Tim, hallo Tim. Aus Düsseldorf. Wie geht es dir? Ja, ganz gut, ne? Du bist schon ganz aufgeregt wie wir. Wie bitte? Mein Schunk ist aber schon fast leer. Dein Schunk? Wirklich. Mein Schunk. Schunk. Was ist dein Schunk? Das war jetzt meine Frage. Ach so, ja, sehr gut, ja. Abbaubar. Ob die biologisch abbaubar sind? Das ist natürlich eine Frage, aber das kann man sich ja eigentlich selber beantworten. Ein Kaktus, der immer grün ist, baut sich ja niemals ab. Ja, der blüht ja immer. Glasklar. Ja, also auf der einen Seite, nein, klingt nicht gut, aber er blüht ja auch die ganze Zeit. Genau. Das ist ja also zu fragen, ist ein Mammutbaum oder ist eine Birke, die ist die biologisch, ja, ist sie irgendwo, aber solange sie eben blüht, eben nicht, weil sie dann ja Teil des biologischen Organismus ist. Ja? Stimmt, ja gut. Also sie muss natürlich niemals abgebaut werden. Dann wähle ich nochmal rein und biete gleich mit. Ja, das ist toll. Hinweis für dich, das Höchstgebot liegt mittlerweile bei 37 Euro. So, ich lege ganz schnell auf, damit die Leitung für dich frei ist, damit du nochmal anrufen kannst, ne? Dankeschön. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Viel Glück. Danke. Sie haben es gehört. Das ist ein guter Preis. Chaos Community. Ja, das sind schon in der richtigen Richtung. 37 Euro. Ja. Jetzt sind wir so langsam warm, ne? Jetzt sind wir langsam in der warm wie Mexiko. Ja, wir kommen langsam in die Gefilde. Wie Karibik. Die Wüste Nevadas. Stellen Sie sich vor, Sie liegen am Strand in der Hängematte mit den Palmen, schön Kokosdrink, sag ich mal. Ne? So. Zwei und, Kokosnüsse, zwei Kakteen. Ja, und das Höchstgebot ist momentan 9. Sage und schreibe. Also das fasse ich nicht, aber das ist es absolut, ist es natürlich, ist es wert, ja, 999 Euro. Ja. Das gibt's nur bei Teleshopping, das gibt's nur also, bei uns im Sender Regie, Ihres Vertrauens. Ist das tatsächlich das Höchstgebot, liebe Regie? Ist das Höchstgebot, dass wir bei 99 Euro sind? Sehr gut, dann machen wir jetzt Schluss, würde ich sagen. Ja, zack, dann bleibt also das. Ich glaube nicht, es ist natürlich, jetzt ist natürlich, natürlich, ja, da kriegt natürlich so, einer. So, da hat ja mal wieder eine Angst bekommen. Tja, ne, also da solche Kunden, ne, aber gut. Gerade wieder aus der Leitung es raus. Es ist also wieder offen so, also wir sind bei 40 Euro quasi eigentlich gewesen. Ja? Bei 37 also, Euro waren wir zuletzt. Und, ja, das ist natürlich schade. Also auch für 999 Euro hat man natürlich, also ein Flug nach Mexiko. Es wäre das wert gewesen. Aber und bieten. Wie du schon vorhin bei Tim im Telefonat gesagt hast, für ein Produkt, das für immer hält. 50 bitte. Euro im Jahr. 50 Euro. Und das geht auch 25% an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an Netzpolitik.org. Bitte, meine Liebe. C3 Teleshop, herzlich willkommen. Mit wem spreche ich? Hi, hier ist Friedrich Nord. Hallo Friedrich. Hast du eine Frage? Ja, ja, ich bin da. Ich finde, die sehen ja total galaktisch gut aus. Und ich wollte fragen, ob die so eine halluzinogene Wirkung haben, wenn man an denen mal leckt oder wenn die geschnuppert werden. Das haben wir noch nicht, wenn ich das beantworten darf, noch nicht ausprobiert, weil das natürlich in Deutschland illegal ist, das zu sich zu nehmen. Ja? Aber das ist natürlich, wir können da jetzt auch nicht sagen...
Also eigentlich müssen wir dir empfehlen, mach es nicht, weil du weißt, es sind Kakteen und die könnten diese... Also ich sag mal so, wir können weder bestätigen noch dementieren. Genau, weil wir es einfach nicht dürfen hier. Ja? Wie bitte? Ja? Hast du noch eine weitere Frage? Also als DJ ist man doch irgendwie, hat man doch da irgendwie vielleicht auch Erfahrung mal aus Ibiza oder aus irgendwelchen anderen Party-Locations. Natürlich war ich auch auf Ibiza unterwegs, das stimmt natürlich. Aber ich muss einfach sagen, Drogen sind in Deutschland illegal. Ja? Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich kann auch nicht sagen, was der Kaktus kann oder nicht kann, aber die Antwort ist, Drogen sind in Deutschland illegal, mein Lieber. Das ist einfach, ja so ist es leider. Ich meine, da kannst du jetzt was reininterpretieren, ne? Also der hat auf jeden Fall keine Nebenwirkung. Ne? Okay. Ja, alles, das sag ich dir. Vielen Dank für deinen Anruf. Vielen Dank für deine Frage. Toll. Mach's gut. Ich mag eure Sendung total gern. Ich bin jahrelanger Zuschauer schon und... Oh, das freut sehr schön. Uns. Ja. Vielen Deswegen Dank. Deswegen machen wir das auch so gerne immer wieder für unsere treuen Zuschauer. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 50 Euro ist das Hochgebot. Das höchste aller Gefühle. Ja? Das Höchstgebot heute. Und wir sagen noch 5 Minuten ich heute so. 5 Minuten. Also rufe es jetzt an. Das ist ein super Produkt. Also bitte, ruft jetzt an. Bieten, ja? So, also, 0221569619747. Einfach durchbimmeln. Ich schnapp ihn mal jetzt. Guck mal, es gibt jetzt eine Kakteen für dich. Es gibt jetzt eine Kakteen für mich. So, und wir warten jetzt auf unseren Zuschauer, auf unseren Höchstbietenden. Ich meine, das ist ja wirklich, also sie lehnt sich auch direkt an, auch die Kakteen kommt näher, ne? Also man hat direkt wir sind zu viert jetzt hier, kann man sagen. Ja? Und wer war das nochmal? War das Frank, der uns den Kuscheltipp gegeben hat? War das Frank, der Anrufer? Ich glaube ja. Aber da ruft noch jemand an. Auf die letzten Drücker. Ich meine, wir sind gleich nur noch bei 4 Minuten. Wer ist hier auf dem letzten Drücker? Herzlich willkommen bei C3 Teleshop. Wen habe ich dran? Hier ist immer Jules. Hallo, hey, Jules. Hey, Jules, grüß dich. Na? Ich würde sagen, für 20 Euro extra würde Arnold auch noch sein furchtbares Sakko oben drauflegen. Da muss ich leider, ich glaube, da muss ich die Requisite fragen. Dieses wunderbare Sakko gehört natürlich dem Sender leider. Ja? Also ich habe das zwar ausgesucht, aber die Requisite hat mir das bereitgestellt. Wie könntest du das so aussuchen? Das ist die schönste Jacke, die da war. Und die hat halt vorher einmal David Bowie hier angehabt, als er bei uns in der Sendung war. Mhm. Ja, und das muss ich einfach... Ich habe das Gefühl, das ist eine Lüge. Ja, also das ist jetzt Entschuldigung, also wir lügen hier nicht, meine Liebe, ja? Das ist natürlich, 40 Euro ist das Höchstgebot momentan. Aber, aber 20, für 40 Euro, die Jacke. Ach, die Regie sagt, also für 40 Euro würde sie die Jacke mitgeben. Nee, für 20 Euro auf das Maximalgebot extra würde ich dich von diesem Sakko befreien. Ach, du würdest mich befreien davon? Aber ich bin total happy damit. So, also ich überlege mir selber, ob ich das... Also ich will dir nicht so antreten, aber das ist wirklich keine Farbe, die hier steht. Also das ist jetzt ja also... Also das finde ich also, ja gar nicht. Also wenn man wir haben uns beraten lassen, ne? Also die eigentlich vom wir Sender, haben, ne? Also, wie nennt sich aber das ist natürlich Geschmackssache, Jules. Ja? Also ich finde da, also dein Sakko ist ja gar nicht so schlimm, weil, guck mal, da sind so 2 Farben und sein Hemd darunter, das hat ja auch 2 Farben. Es ist einmal so Bordeaux und einmal... Ja, ach, jetzt verkaufen wir das Hemd schon. Nein, Schluss, aus, es bleibt bei den Kakteen. Jules. Hast du eine weitere Frage? Also die Regie sagt 40 Euro. Nein. Und du darfst ihn befreien. Leider passen. Okay, Jules. Trotzdem vielen Dank, dass du angerufen hast. Vielen Dank. Total nett gemeint, dass man auch darauf achtet, ne? Ja, das ist doch toll, ja, dass die Zuschauer auch anrufen und sagen, hey, wir wollen was Gutes tun, irgendwie auch den Moderatoren. Ich glaube, die wollte ich einfach, die hätte erstmal angerufen wegen dem Sakko, dann hätte sie als nächstes angerufen wegen dem Hemd. Ja, das sind solche, ne? Ja. Dann plötzlich steht man hier nackt. Nicht mit uns. Also, das ist 3 Minuten, letzte Chance.
zugreifen. Einmaliges Angebot. Seien Sie dabei, nur heute und jetzt bei C3 Teleshopping, dem Teleshopping-Sender Ihres Vertrauens. Ja, die Kakteen winken Ihnen schon zu. Ja, und genauso der Urlaub und die Entspannung und die Erholung und das Chill-Out. Ja, oder auch auf der nächsten Rave-Party. Ja? Ja. Wenn die denn stattfindet. Also dann zack, stellt man das auf und man hat Strandfeeling. Und so. Vielleicht hat man noch was anderes auf der Rave-Party, so wie der eine Anrufer da gefragt hat. Können wir nicht bestätigen, wir wissen nicht dementieren. Es nicht, ne? Probieren, vielleicht probieren geht man über auch, studieren. Spart man hintenrum noch viel mehr Geld. Ganz genau. Sag ich mal. Ne? Also greifen Sie zu. Und vielleicht blühen Früchte dran, wir haben das erwähnt, ja? Es ganz genau, Früchte dran. Richtig. Also das ist wirklich ein Top-Produkt. Kein Gießen. Keine ja? Sonne. Aber sie, ja. Aufgeblasen genau. Haben wir das schon für Sie, also es genau. Spricht nichts dagegen. Aber gerne, wir falten es auch gerne wieder zusammen, auch natürlich. Gerne nochmal selber aufblasen. Also wie man möchte. Das ist natürlich, wie man mag. Ja? Und vielleicht also, hat man auch Spaß dran, die immer wieder aufzublasen. Das ist ja auch was. Ne? Also man kann ja wirklich, aufblasen. Man kann wirklich damit auch probieren, wenn man zum Beispiel mal Trompete später spielen möchte. So. Genau. Man kann wirklich seine Lungenflügel schon mal stärken. So. Hat man ja bei dir gesehen. Ne? Genau. So einfach ist das nämlich gar nicht. Da muss man auch üben. Übung macht den Meister. Und eine Trompete kostet deutlich mehr. Deutlich mehr. Und ich sehe gerade, meine liebe Karin, eine Minute haben wir noch. Die letzte eine Minute noch für dieses Top-Produkt. Ja? Der Buzzer ist aktiviert. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. So, ja? Bieten, ja? Nochmal erhöhen, so. Eine Minute. Euro, ja? Was ist das Höchstgebot? Eine Minute. 50 Euro ist das Höchstgebot. 30 Euro. Oder ist jetzt jemand wieder aus der Leitung? Die Regie? Vielleicht ist es auch 70 Euro schon geworden. Also es wäre es auf jeden Fall wert. Stimmt, vielleicht hat Jules sich doch anders überlegt und ist wieder in der Leitung. Ne? 50 Euro ist das Höchstgebot gewesen und für 40 Euro kann man den Arnold noch von seinem wunderschönen Jackett befreien. Okay, wir legen nochmal... Achso, okay, es sind noch einmal Sonderrechte. Sonderrechte für die Kakteen. Wir legen nochmal zwei Minuten zusätzlich für Sie on top. Sie haben immer noch die Chance. Also, greifen Sie zum Hörer, schlagen Sie zu. Wer jetzt nicht Urlaub machen möchte, wer jetzt nicht wirklich zuschlagen will, das ist doch... Da darf man nicht lange fackeln. Ich kann mir richtig gut vorstellen, meine Liebe, wie ich bei mir im Zimmer sitze. Ich lasse mir so ein bisschen Sand aufschütten zum Beispiel. Mache mir schön, leg eine Platte auf und lehne mich zurück so. Und... rauch dabei eine richtig dicke Zigarette. Und machst vielleicht noch einen Western dabei. Oder machen wir dabei im Hintergrund noch einen Western und, an. So. Ey, Topo. Da du sowieso schon da Sand hast für dich ausbreiten lassen, ne? Das, genau, Sand kann man auch zum Beschweren der Kakteen nehmen. Richtig, genau. In diesem Beispiel, also hier könnte man zum Beispiel Sand reinmachen. Hier haben wir für Sie das Produkt vorgeführt, einmal mit Wasser. Ist das oder alles möglich? Ganz ehrlich, auch man kann die natürlich auf dem Festival, man kommt natürlich zusammengepackt, auch durch die Schleusen vom Festival, man kann die auch immer mit auf die Konzerte nehmen. Und wenn man dann mal ganz dringend muss zum Beispiel. Voila. Man will doch nicht immer diesen Eistee-Pack da um sich drum haben, ganz ehrlich, so und dann tanzen und das da drum. Nein, aber im Kaktus, das ist doch sicher. Die Luft darf ja auch nicht entweichen. So. Genau. Also wird da das, was Sie hier reingefüllt haben, auch nicht rausgehen. Ne? Jetzt muss ich das mal wieder aufpusten hier, weil... Du kannst den doch schon mal... Und ich packe den schon mal zusammen, genau, weil der gleich hier versandfertig gemacht wird. Richtig, gleich versandfertig wird hier das hier gemacht. Also inzwischen, denk doch dran, das ist für einen guten Zweck, ja? So. Ja, lass uns das doch nochmal wiederholen. Scheinbar ist es noch nicht allen bewusst. Ja, das ist noch nicht ganz angekommen. Also, Urlaub für einen guten Zweck. 25% der Erlöse des heutigen Abends gehen an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Tun Sie sich was Gutes, tun Sie anderen Menschen was Gutes. Okay, wir hören gerade von der Regie, es gibt kein Mindestgebot und... Sind die Leute abgesprungen? Ja, vielleicht liegt es auch an technischem Problem. Nichtsdestotrotz, wir wissen, dieses Produkt kam gut an. Ich kann mir das nur durch ein technisches Problem erklären. Wir waren bei 40, 50 Euro schon. Arnold, ja? Ich schlage vor... Also, wir machen jetzt einfach mit dem nächsten Produkt weiter. Das will ich aber auch sagen. Dieses Produkt
Das bewahren wir uns nochmal für eine Sendung. Fragen Sie auch nochmal danach sonst. Für morgen oder übermorgen auf. Das kriegen Sie noch. Seien Sie sich sicher. Gut, dann machen wir jetzt einen kleinen Break, bevor wir mit dem nächsten Produkt starten. Und als nächsten Experten darf ich für Sie wieder Professor Dr. Dr. Groupon begrüßen. Gleich nach der Werbung. Bis gleich. Vielen Dank. Bis gleich. Willkommen zurück bei C3 Teleshop, dem Teleshopping-Sender Ihres Vertrauens. Ich habe wieder einen Experten bei mir im Studio, und zwar den Professor Dr. Dr. Groupon. Herzlich willkommen zurück. Grüß Sie. Wir haben jetzt das nächste Produkt, und zwar der Flauschtransistor Radio. Was kann das denn sein? Das werde ich Ihnen erzählen. Kennen Sie das nicht auch? Sie schlafen morgens, ist das alles so schön gemütlich in Ihrem Bettchen, und dann klingelt der Wecker. Die ganze Harmonie und Plüschigkeit und Flauschigkeit zerstört. Wie schön wäre es, wenn Sie schlafen und Sie werden ganz sanft mit Ihrer Lieblingsmusik geweckt. Und diese Lieblingsmusik, die kommt nicht irgendwo von da hinten aus dem Radio, sondern nein, direkt an Ihrem Ohr. Sie schlafen und Sie werden ganz sanft mit Ihrer Lieblingsmusik geweckt. Wie herrlich wäre das denn? Können Sie sich das vorstellen? Wir haben es für Sie möglich gemacht. Mit unserem Plüschtransistor. Da ist er. Auf unserem Drehteller. Ein antikes Stück in wunderschönem Altrosa. Lassen Sie sich nicht abschrecken. Ja, man muss sagen, das ist natürlich auf Vintage gemacht. Ne? Richtig, ja, es ist auf Vintage gemacht. Vintage gemacht, weil das gerade auch so in ist. Was billig aussieht, ist aber in Wirklichkeit sehr, sehr teuer. Aber ich finde auch nicht, dass es sieht nur auf alt gemacht aus. Ich finde, das sieht schon edel aus. Das ist so wie Chemischeck. Nicht das klassische Metallgehäuse, nicht diese klassische Kälte, sondern das ist eben das, was du eben gesagt hast, Karin. Das ist gemütliches. Material, sag ich mal. Ja, okay. Startgebot lag bei 1 Euro, ist mittlerweile schon überboten, denn wir sind mittlerweile bei 11 Euro und die Nummer 101 am Ende, sehr schön. Also Sie müssen sich wirklich überlegen, was gebe ich normalerweise für ein gutes, taugliches Radio aus? Gell? Und was tun wir da nicht für gutes Sound? Ja? Und da hunderte von Euros geben wir aus, ja, für 1.7-Anlage, für den Fernseher und so weiter. Holen Sie das aber Radio gerne, meine Liebe, gerne zu uns, damit wir das hier präsentieren können. Das ist der neueste Schrei natürlich. Also, weil das ist natürlich... Also, wie funktioniert es? Also, es ist natürlich erstmal ein 1A-Design. Ja, gerade wie du gesagt hast, eben, Sie können darauf schlafen. Ja. Sie wachen auf und haben den Sound direkt leise am Ohr. Gell? Sie können dich auch die Volumen regeln und so weiter. Und hier sind natürlich, ist es ganz einfach auch zu bedienen, on, off, den Scan für die Sender und die Lautstärke natürlich zu regeln. Wollen wir es einmal anstellen? Wollen wir einmal reinhören, gell? Ja, machen wir einmal. So, und wir sind immer noch bei... Das höchste bei 11 Gebot Euro. Ist bei 11 momentan. Euro, genau. Vielen Dank. So, das ist doch schon ein guter Sound, gell? Das ist doch schon ein guter Sound. Man kann das auch hier nur so auf die Schulter nehmen, wie die jungen Leute. Die nehmen das ja heutzutage nur so auf die Schulter und dann mit ihren Skateboards und so weiter, ne? Dann geht das ja so richtig ab, Kari, gell? So, aber ja. da war doch auch was. Je nachdem, wohin man das gerade bewegt, ändert sich das auch, oder? Hä? Je nachdem, wohin... Richtig, Sie können natürlich, je nachdem, Sie können Sender suchen, Sie können Ihren Lieblingssender suchen. Ich mache es kurz aus, wenn Sie mal zuschauen, weil wir eine Frage haben, gell? Bitte schön. Herzlich willkommen bei C3 Teleshop. Herzlich willkommen. Hallo. Ist das Produkt auch für die Waschmaschine geeignet? Das kann ich Ihnen natürlich beantworten. Das ist, Sie können das hier entfernen. Das, was der Stoff, also die Elektronik, die da drin ist, gell? Die dürfen Sie natürlich nicht in die Waschmaschine tun. Verstehen Sie von selbst, gell? Aber wenn Sie hier den Klettverschluss, ich kann es einmal zeigen, hier abkriege und die Elektronik rausbastle, da ist es überhaupt kein Problem, gell? Das ist überhaupt kein Problem dann. Wir müssen nur die Elektronik rausmachen, vielleicht auch raushobbeln oder rausschneiden, gell?
Und der dann, also der Stoff kann in die Waschmaschine. Nur die Elektronik darf natürlich nicht in die Waschmaschine. Frage beantwortet? Ja, danke schön. Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön, gleichfalls. Dir auch, gell? Tschüss. Eine gute Frage. Und wir sehen, Höchstgebot 23 Euro. 23 Euro haben wir schon, ja? Und das ist immer noch ein Schnäppchen, gell? Also, das ist ja, das ist, man muss sagen, das ist eigentlich noch gar nicht auf dem Markt. Ich habe noch so was. Gell? Und zwar habe ich auch selbst mal recherchiert. Ja. Und der absolute Goodie on top ist, also nicht, dass man mit seiner Lieblingsmusik einfach ganz sanft aus dem Schlaf geweckt wird. Wir haben noch ein Feature für Sie. Durch diese, Sie schlafen und durch die feinen Plüschhärchen wird, ein Moment, ganz besonderer Stoff auch, muss man ja sagen. Ja, Sie kommen gleich Stoff dran, Professor Dr. Doktor. Durch die feinen Plüschhärchen wird das Fett aus Ihren Haaren gezogen. Können Sie sich das vorstellen? Sie brauchen gar nicht mehr duschen. Sie können noch länger schlafen, weil das Plüschkissen das Fett aus Ihren Haaren raussaugt. Das ist natürlich eine Technologie, die eigentlich noch geheim gehalten ist. Phänomenal. Das ist noch eigentlich noch, das ist ein Produkt, was noch gar nicht so auf dem Markt ist. Ja? Das muss man sagen, das gibt es ja noch gar nicht. Das ist ein Produkt, was noch gar nicht gäbe. Ja? Professor, das noch gar nicht Bedarf, so. Wir sind mittlerweile bei 25 Euro Höchstgebot. Und das ist absolut wert. Jetzt müssen wir überlegen, was Sie an Spülmittel, an Kuren, was Sie vielleicht benutze und Spülungen noch alles eigentlich im Monat verbrauche. Und so, und schlafe sie einfach drauf und ja, gut ist. Ne? Und vor allem top aus. Also morgens aufstehen, weil man noch duschen muss. Oh, wie ätzend. Man, Sie können sich den Wecker ja auch einfach stellen und sagen so, ach ja, die 15 Minuten, die hätte ich jetzt eigentlich gebraucht, aber ich kann weiter schlafen. Karin, ich bin kein Experte, was Mode angeht, aber das ist doch toll, ne? So, das ist mehr als toll. Das ist ein Knüller, ein Wahnsinnsangebot. Also Sie müssen jetzt zuschlagen, sonst werden Sie es bereuen. Das ist ja ein wunderbarer, ganz besondere Fasern, die auch einen guten Sound machen. Ja? Sie wissen das, die sich auskennen, die sich, also Wissenschaftler zum Beispiel, die sich auskennen, die schwören ja auf das Material. So, das ist ja, man kennt es, ne? Man nimmt besonderes Holz. Die Leitung ist heiß. Nächste Frage. Ja. Herzlich willkommen bei Celerei Teleshop. Wen habe ich dran? Guten Tag, mein Name ist DC7 Miau und ich wüsste gerne, ist das Flauschradio auch Flausch, super flauschstabil? Es wird als super flauschig beworben, aber kann ich auch den ganzen Tag den Kopf darauf liegen haben, ohne dass es sich verformt? Richtig, der Stoff ist so, dass er immer wieder zurückgeht in die ursprüngliche Form. Ja, das ist quasi so ähnlich wie Tempur, nur ein bisschen hochwertiger. Gell? So, also Sie legen den Kopf drauf und den ganzen Tag, also wir haben da Belastungstests natürlich mitgemacht, die Wissenschaft hat es geprüft, da ist kein Hage dabei, gell? Und Sie legen den Kopf drauf. So, und wenn es der ganze Tag ist, und wenn es die ganze Nacht ist, auch wenn man mal krank ist, weil man natürlich mit der krank ist, genau, auch gerne Musik hört zum Beispiel. Ja, man liegt da 24, 48 Stunden drauf und es geht immer wieder zurück in die Form. Ja gut, aber ist das auch ergonomisch? Also lege ich da auch gesund drauf oder hole ich mir dann irgendwie einen steifen Nacken? Also ich will ja schon wissen, ob das gut für mich ist. Also richtig, genau. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. So, solange man mit dem Kopf auf die richtige Art und Weise drauf, das ist ja immer die Frage, ne? So lang ist es auf jeden Fall ergonomisch. Wenn es jetzt zum Beispiel unter Steißbein oder so, da kann ich nicht mehr für garantieren, weil du dann vielleicht Hohlkreuz kriegst oder sowas. Gell? Aber solange es hier unter der Kopfhaut liegt, da ist es einwandfrei. Das kannst du auf jeden Fall mitmachen. Das ist wie jedes andere gute Kopfkissen auch. Ja, nee, also ich glaube, das klingt mir zu kompliziert. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ja, schönen Abend, vielen Dank. Gerne. Also gute Produkte, mein Lieber. Mach's gut, ne? Tschüss. Tschüss. Ein gutes Produkt ist natürlich immer nicht ganz einfach, ja? Das ist natürlich, das hat immer was mit wissenschaftlichen Tests und so zu tun. Das ist natürlich nicht einfach. Ne? Das ist ja wirklich viel Chemie und viel Forschung drin. Ich muss sagen, ich finde es schon einfach. Also da gibt es doch nicht viel dran zu tun. Man legt sich einfach drauf, fertig aus. Ne? So, und gut, wir haben ein neues Gebot von mittlerweile 30 Euro. 30 Euro, aber das ist auch wirklich. Und einen neuen Anrufer. Bitteschön. C3 Teleshop, herzlich willkommen. Mit wem spreche ich? Hallo, Haris hier. Ich wollte nachfragen, ob halt eben das Radio auch halt eben irgendwie, ob da irgendwelche Zertifizierungen sind oder irgendwelche Siegel. Aha, das ist doch eine Frage für den Experten. Es geht um Siegel. Eine Zertifizierungssiegel. Ne, also bisher, das ist ja bisher ein Produkt, was es so noch nicht auf dem Markt gibt. So, also kann es natürlich auch noch kein Zertifizierungssiegel. Aber erstens haben Sie mein Wort als Wissenschaftler, dass es absolut 1A-Qualität ist und läuft. Und Experte. So, und außerdem mache ich Ihnen natürlich auch gerne noch ein Siegel drauf. Ja?
zum Beispiel von der Adelsfamilie oder sowas. Ja, also da kriegen wir auf jeden Fall hin, dass da noch ein Siegel draufkommt. Das ist überhaupt kein Problem, gell? Wenn das halt eine Lösung ist, meinetwegen. Also Siegel ist auf jeden Fall, das zählt für mich als Nicht-Experte, wie halt eben die Bibel. Sie kriegen das Siegel von Professor Dr. Dr. Groupon. Ein Siegel mit höherer Güteklasse gibt es gar nicht. Wir machen das für Sie möglich. Das klingt auf jeden Fall nach einer Lösung. Super. Mal, es sieht ja auch flauschig aus. Also von daher. Oh, es ist wunderbar. So flauschig. Also da ist wirklich Kai Hake dabei, gell? Das ist wissenschaftlich geprüft. Gell? Also von mir kriegen Sie ein Siegel da drauf. Wir kümmern uns darum, gell? Also, mein Gebot ist gleich da. Gut, dann danke wieder. Wir freuen uns gleich. Dann legen wir schnell auf und sind gespannt, mein Lieber, ja? Liebe Grüße, ja? Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. So, wir hören lauter interessierte Anrufer und Anruferinnen, ja? Das ist für dieses Plüschradio. 30 ja, Euro ist das Höchstgebot also, gerade. Und wir müssen nochmal die Nummer wiederholen für unsere Zuschauer. 0221 59 619 7467. Oder auch im Eventnetz einfach 7467. Rufen Sie an, schlagen Sie zu. Das ist eigentlich ganz lustig, weil das ja auf der T9-Tastatur eigentlich Shop ist. Richtig. Ne? Ja, ganz guter Gag, der damit eingebastelt ist. Jetzt einmal. So. Und jetzt, bitte, wir sind in den letzten Atemzügen so. Wir hauen das. Und das ist ja ein Einzelstück, weil das in der Forschung eben ganz neu ist, ja. Also rufen Sie an, bieten Sie nochmal 35, 40, 50 Euro, das ist locker mehr wert, Sie werden das locker los und zudem ist es für einen guten Zweck so. Genau, und richtig, es ist für einen guten Zweck. Eine Sache habe ich natürlich heute noch für Sie mitgebracht, meine Liebe. Man kann das natürlich, Max, mal kurz halten. Natürlich. Ich danke dir. Man kann das natürlich ohne Probleme auch mit Kopfhörer hören, ja, so. So, nicht, dass ich das Mikro hier noch verhätte, gell, so. Und setze auf und... Also das hat natürlich auch mit der Klangqualität von den Kabeln zu tun. Das ist, muss immer ein gutes Kabel sein. Aber das ist auch ein toller Sound einfach. Ne? Also wenn man mal nicht plüschig haben will. 30 Euro Höchstgebot. Liebe Zuschauer, die Sie gerade in der Leitung sind, bleiben Sie dran. Und das Plüschradio, der Transistor Radio in flauschig pink, kann Ihnen gehören. Bleiben Sie dran. Es ist wirklich, so? Ein guter Sound. Neues Höchstgebot von 42 Euro. Sensationell. Sound, ja. Wirklich, also wollen wir es nochmal anmachen? Also, nein, dann mache ich, stöpsel das kurz aus. Gell? Ja. So, damit die Zuschauer mithören können. Ich sehe gerade, so. Das Gebot von 42 Euro ist revidiert. Euro, 14 Euro ist jetzt wieder das Schlussgebot. Gerade ist das Gebot also, wieder auf 14 Euro. Also, Sie haben noch die Chance also anzurufen. Im Moment ist wieder eine richtige Schnäppsche. Ja, für 14 Euro ist es wirklich eine absolute Schnäppsche. Da gibt es nicht mal eine Zahnbürste bei Aldi, gell? Jetzt so, wieder auf 33 Euro. Ja. Hier muss man schnell sein. Hier muss man bieten. Nur noch fünf Minuten. So, wir waren stehen geblieben bei Anmachen. Genau, einmal noch anmachen. Oh, eine Frage kommt. Und nur noch vier Sehr Minuten schön. Sehe ich gerade von der Regie. C3 Teleshop, herzlich willkommen. Mit wem spreche ich? Ja, guten Tag, hier ist der Herr Nerd-User. Hallo, Nerd-User. Ich wollte fragen, ob das Radio auch gegen Dunkelionen abgesichert ist. Wie ich mir da was einfange. Dunkelionen? Ja, also, Herr Remford hat da immer vorgewarnt. Richtig, genau. Also, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, das ist ja Radio, was auf den neuesten Stand ist. So, also wirklich, dass, ich sag mal, 10, 20 Jahre seiner Zeit voraus ist. Richtig. Und deswegen ist es natürlich, ich sag mal, gegen alles immun, was da rein und raus kann. Ne? Dass nur das, was du wirklich willst, kannst du da alles einstellen. Ja? Nur wenn du die Plüsch abmachst und alle Elektronik kommst, kannst du das auch selber entscheiden, was du reinhaben willst und was du raushaben willst. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, das klingt doch wunderbar. Dann lege ich direkt auf und gebe gleich noch ein Gebot ab. Sehr gut, wir freuen uns. Vielen Dank, dass du Anruf hast. Super Entscheidung. Gell? Vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Ciao. Das ist natürlich eine berechtigte Frage mit den Dunkelionen. Das hatte ich auch im Kopf, natürlich. Das war einer vom Fach. Der kannte sich aus. Da weiß einer was von der weiß auch, was es wert ist. Ich bin gespannt, ob jetzt das vielleicht sogar in die 100er geht. Weil der weiß natürlich ganz genau, was das, das für ein Produkt ist. Das ist natürlich ein Produkt, das normalerweise auf dem Markt gar nicht gäbe. Chaos Community. 33 Euro ist das Höchstgebot. Jetzt kriegen wir gerade... Das ist schad. Das ist natürlich schad. Aber der Teleshop für heute, der letzte Artikel. Der letzte für heute, Artikel. Ja.
Also wenn ihr jetzt auch noch auf den Artikel gewartet habt und Geld gespart habt, haut es jetzt für den Artikel raus. Ja, das ist Artikel, den es nicht nochmal auf dem Markt gibt. Und morgen kommt neuer Artikel. Morgen könnt ihr euch vorbereiten, könnt ihr bei eure Eltern anrufen und eure Nachbarn fragen, ob sie euch nochmal Geld leihen. Wir haben lauter super Artikel auch dabei. Jetzt nochmal allerletzte Chance ergreifen für heute. Anrufen, Plüschtransistor in rosa. 50 Euro. So, 50 ja. Euro. Wir gucken mal. Wir freuen uns nicht zu früh. Gerade ist das Höchstgebot bei 50 Euro. Nicht, dass ihr das, nehmt mal, das nett zurück, das ist es wert. Gell? Mal gucken, ob das dabei bleibt. Bitte bleib in der Leitung, die Nummer mit der 763 am Ende, wenn du das für 50 Euro haben möchtest. Es wartet auf dich, es liegt hier bereit. Wir können es sofort versenden. Aber auch toll, ne? Also das ist so, jetzt und egal, nur noch 3 Minuten, der Buzzer ist aktiviert. Ich muss auch sagen, Karin, wir haben das ja auch hinten noch gehört mit alle möglichen Musikrichtungen, ja? Aber ich spreche gleich weiter, gell? C3 Teleshop, herzlich willkommen, mit dem spreche ich. Guten Tag, ich heiße Herr Anonym. Ich wüsste gerne, ob das Radio auch mein Wasser informieren kann, damit das gesünder ist, weil das soll ja gut tun. Also so in homöopathischen Dosen, versteht sich natürlich. Also. Ja, darf ich die Frage beantworten? Gerne. Ja, also es gibt ja diese Technologie, dass man Wasser bespricht und dadurch verändern sich die Kristalle und dadurch ist es viel gesünder für einen selber, wenn man denkt. Und genau das passiert mit Ihrem Wasser, wenn Sie das Radio anschalten. Also die Wasserkristalle, die werden verändert, so dass es für Sie gesünder ist. Sie können besser schlafen und Sie schlafen besser und wachen dann. Ich meine jetzt schon informieren, dadurch, dass man das mit so informierten Wasser macht und nicht im Besprechen, da besprechen zu kurz Fokus, aber Wasser nicht informieren. Also, ich höre, du brauchst es ganz dringend, ja? Ich höre, du brauchst das ganz dringend, das Radio, weil das. Aber du musst nur den richtigen Sender einstellen. Also, das ist natürlich. Herr Anonym, sind Sie noch dran? Arno? Okay, also, wir hören Sie leider ganz schlecht. Ich weiß nicht, in der Regie kommt da was. Kommt der Ton an? Nee, kommt kein Ton an. Aber ich beantworte die Frage einfach noch. Und der genau, Arno soll ruhig für bitte, die ja, Zuschauer, für weil, alle jetzt. Du kannst natürlich verschiedene Sender einstellen. Ich glaube, der Arno hört das auch über die Kamera. Also, dass der gleich bieten kann, meine ich nur. Nee, dass ich habe Info von der Regie bekommen, ich soll die auch... Ah, da sind Sie wieder! Ah, sehr schön, Arno. Also, die Herr Frage war, ob du hier da Informationen in das Wasser weitergeben kannst. Ist richtig, gell? Ja, aber welchen Sender muss ich denn dann nehmen? Welcher ist denn da am gesündesten für mich? Ja, also ich würde auf einen Kultursender, das ist ja bekannt so, wo klassische Musik zum Beispiel gespielt wird oder sowas, wo Informationen über Kunst, so Dekultur zum Beispiel, kann ich da empfehlen, gell? Das ist, oder so alte Bachfugen. Immer so wie Öl runter und das ist auch nicht gesund zu trinken, ich weiß nicht so ganz. Sollte man sowas wirklich nehmen? Nicht zu lang. Ich sag immer, die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht ja das Gift. So, und ich sag mal, eine Stunde Tag, das reicht erstmal. Und dann kannst du die Dosis langsam steigern. Ja, wenn du merkst, das tut dir nicht gut, dann hörst du auf damit. Dann hörst du einfach auf. Ja. Wenn ich die Dosis zu hoch mache, dann wirkt es ja gar nicht mehr homöopathisch. Nee, eben. Deshalb vorsichtig sein, nochmal in der Gebrauchsanweisung nachlesen und wenn man sich nicht gut fühlt, auch mit dem Radio, dann nicht weitermache. Ja? So, also wenn du jetzt merkst, oh, mir wird das schummrig, weil ich irgendwie 5 Minuten zu lange gehört habe, dann nächstes Mal lieber 5 Minuten weniger höre, gell? Richtig. So würde ich das jetzt machen. Wenn ich da weniger mache, dann wirkt das ja stärker, weil es homöopathisch ist, das ist ja auch nicht gut. Nee, du merkst es sofort, allein durch diese Klangquellen, durch die Radiowellen, merkst du sofort, wenn du es übers Limit merkst und wenn du drunter bist, merkst du nichts. Ja? Also ich hatte schon ganz oft, dass ich auch zu wenig gehört habe und du merkst einfach nichts. Das geht dann vorbei. Ja, also hilft das Radio denn auch gegen 5G? Kann das da was gegen machen? Also das ist ja schon 2-3 Umdrehungen weiter, sag ich mal. Ne? Also das ist ja schon jenseits des... Katalysiert ja quasi die 5G-Strahlen. Das nimmt die ja auf und lässt die verpuffen, weil es arbeitet gar nicht mehr damit. Das ist alte Technologie für das Gerät, ja. So. Also man kann es auch als Aluhut tragen. Richtig. Also das Plüsch funktioniert da nicht, weil es ja schön weich ist, ja. Aber wenn du die Elektronik umbaust, dann kannst du es auch als Aluhut benutzen. Aber den Plüsch leider nicht. Das fehlt noch. Das Nachfolgemodell, das hat es aber. Also wenn du noch wartest. Halbe Jahr vielleicht, gell? Gut, wogegen schützt es mich noch? Was kann es noch für mich tun? Ich brauche noch ein paar Argumente, ich bin auch nicht so ganz überzeugt. Okay, also. Erwähne nochmal das Fett bei den Haaren.
dass, also wenn du zum Beispiel länger unterwegs bist, deine Haare nicht waschen kannst oder willst, ja, oder wenn du mal auf Savanne irgendwie auf Safari oder sowas bist oder ja, da kannst du nicht die Haare nicht waschen, dagegen schützt es dich auf jeden Fall gegen alle mögliche Arten von. Also es hilft auch gegen Löwen. Also wenn jetzt ein Löwe kommt, dann kann ich das Radio einfach hinstellen und dann denkt sich der Löwe, gut, ich esse den jetzt nicht auf den Typen. Natürlich, aber nur wenn du es rechtzeitig laut genug drehst. Das ist wie mit der Pistole, ja? Eine Pistole hilft auch nur, wenn du abdrückst, ja? Okay? Die hilft ja nicht, wenn du sie dabei hast. Das muss man sagen, ne? Nicht, dass du dann irgendwie uns hier verklagst, weil das dann nicht funktioniert, gell? Also du musst es laut genug drehen, ja? So. Ja? Aber wir danken dir für deine Frage, dass du angerufen hast, ja? Ich mag so gerne Katzen, wenn es Löwen vertreibt, aber Katzen bleiben da. Katzen bleiben da, aber wir haben noch Anrufer in der Leitung und du möchtest ja auch bieten noch, ja? Und wir sind nur noch in der letzten Minute, mein Lieber, ja? Gute Beratung, vielen Dank. Sehr gerne, mach es gut, ja? Okay? Bis dann, ciao. Tschüss. So, wo sind wir hier? 33 Euro Höchstgebot, so, ja? Die letzte Minute. Wahnsinn. Also, das ist die neueste Technologie, das ist wissenschaftlich erprobt, das ist... Also, die da oben, die wollen doch nicht, dass es überhaupt rauskommt, weil wie viel Geld man dafür sparen tut, ja? Nur noch 10 Sekunden. Man macht doch, die große Konzerne macht man doch kaputt eigentlich. Nur damit, noch 10 Sekunden bleiben Sie in der Leitung. Ich zeig mal eine lange Nase. Vielleicht sprechen wir uns hier im Studio mit dem Höchstbietenden. Ich bin schon ganz gespannt, ich wer auch. Das ist. Und ich erst recht, du. Meine liebe Karin, ich auch. Der Countdown so, läuft. Gespannt. Gleich werden wir es erfahren. Wen haben wir in der Leitung? Wer hat diesen super Plüschtransistor erworben? In Altrosa, in Shabby Chic. Mit der Fettaussaugfunktion in den Haaren. Mit. Oh, und die Zeit ist um. Der ist vorbei. So, der Buzzer ist gedrückt. Schluss aus, vorbei. Das Gebot vorbei, ne? Ist beendet. So, jetzt sehen wir gespannt. Gleich klingelt die Leitung. Da ist er schon. Der Glückliche. Das Gebot der Anrufenden beträgt 33. Herzlich willkommen bei C3 Teleshop. Mit wem spreche ich? Mit dem Julian aus Düsseldorf. Julian aus Düsseldorf, herzlich willkommen. Du bist bei uns live im Studio. Du hast den Plüschtransistor für 33 Euro erworben. Herzlichen Glückwunsch. Ah, voll gut. Freust du dich? Aber sicher doch. Super. Was hast du mit dem Radio vor? Wie willst du es benutzen? Ich werde normalerweise immer von meinen Katzen geweckt, die sind hochflauschig, aber die spielen leider keine Musik. Aha, ja, da hast du einen Vorteil mehr. Ja, definitiv. Super, also wir wünschen dir eine erholsame Nacht, einen wunderschönen guten Morgen und denk dran, du sparst Zeit, weil du brauchst keine Haare mehr waschen. Julian, wir gratulieren dir recht herzlich. Vielen Dank für dein Gebot. Alles Gute, Julian. Okay. Bleib in der Leitung zur Kaufabwicklung. Alles klar, tschüssi. Mach's gut. Tschüssi. Sag mal, der den Preis ansagt, ist es eigentlich der Masimoto? Ja, jetzt wo du sagst, hat Ähnlichkeit. Die Stimme klingt immer so, gell? Liebe Community, wir sind am Ende unserer heutigen Show angelangt. Also, es hat mir super viel Spaß mit Ihnen gemacht. Ich freue mich schon auf morgen und die nächsten Tage. Wir haben wieder exklusive Sonderangebote für Sie. Produkte, die Sie nirgendwo anders finden werden, außer bei uns hier bei C3 Teleshop, dem Teleshopping-Sender Ihres Vertrauens. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Machen Sie es gut, gell? Bleiben Sie es gesund, schlafen Sie in Ruhe. Wir begrüßen Sie morgen wieder um 22 Uhr. Tschüss. Wiedersehen.